Ja, 3D-Druck ist nämlich eigentlich ein mehrstufiges System, also eine ganze Prozesskette, die da nacheinander abläuft. Wie kriegt man die 3D-Daten erstmal in den Computer rein? Da gibt es die Möglichkeit, das über einen Scanner zu machen. Da gibt es verschiedene Projekte, die ich ausprobiert habe. Einige davon machen wir auch im Rahmen des Kurses. Diese Daten, die die Scanner liefern, sind so eine Art Punktwolke mit X, Y und Z-Koordinaten. Ja, also ein gescanntes Objekt besteht aus einer Wolke, einer Sammlung von Punkten im Raum. Und hier braucht man dann noch ein Programm, was sagt, welche Flächen eigentlich bei dieser Punktwolke außen und welche innen sind. Weil die Innenflächen, die müssen ja gefüllt werden. Ja, und die Außenflächen sollen nicht gefüllt werden. Also müsste da irgendwo noch ein Vektor rein, was sagt, was außen und was innen ist bei diesem Objekt. Das kann man mit MeshLab machen, teilweise kann man das auch mit Blender, auch Fehler in solchen Punktwolken entfernen. Und der nächste Schritt wäre dann für den 3D-Druck, ja, ach so, steckt gar nicht drin. So. Ja, der nächste Schritt, wenn man ein 3D-Objekt gescannt oder erzeugt hat, weitere Variante zur Erzeugung ist was zu zeichnen oder eben OpenSCAD, ist das sogenannte Slicing. Der Slicer, der wandelt ein 3D-Objekt, was ja eigentlich ein Volumen ist, also ein 3D-Körper, das wandelt diesen 3D-Körper um in Befehle für den Drucker, der Schicht für Schicht, Bahn für Bahn dieses Objekt auf eine Platte aufdruckt. Da gibt es verschiedene Varianten. Der Slicer ist wahrscheinlich der umfangreichste und bekannteste. Cura Engine ist eigentlich auch ganz beliebt. Der hat vor allem bei Supportmaterial, also bei Überhängen, die zu drucken sind, hatte diverse Vorteile. Aber die Technik dahinter ist zumindest bei den kostengünstigen Druckern immer die gleiche, nämlich diese hier, das kennt jeder, ja, die Heißklebepistole. Und genauso funktionieren diese FDM oder man kann auch sagen FFF-Drucker, die additiv Material hinzufügen. Man fängt also auf der unteren Schicht an, auf der Platte, drückt aus diesem Druckkopf Plastik raus, das haftet an der Platte und dann kommt die nächste Schicht, die wird oben drauf gedruckt, wenn die erste Schicht abgekühlt ist und so weiter. Und so kann man dann Schicht für Schicht ein Objekt zusammensetzen. Ja, aus diesem Verfahren wird auch klar, warum manche Gegenstände sehr schwer zu drucken sind. Ich kann eine Pyramide zum Beispiel wunderbar drucken, wenn die Fläche unten ist. Aber eine Pyramide auf der Spitze würde spätestens nach der zweiten Bahn einfach umkippen, weil die unten an der Platte nicht haftet. Trotzdem kann man solche Objekte drucken, indem man unten drunter Stützmaterial mitdruckt. Das heißt, mit dem ersten Punkt, der da aufsitzt, druckt man noch einen kleinen Kreis drumherum, wo die nächste Schicht dann dran haften bleibt. Und so kann man eine Pyramide auch auf den Kopf drucken und später dieses Stützmaterial, was aus konzentrischen Kreisen besteht, einfach wieder rausbrechen oder irgendwie ablösen oder auflösen. Es gibt auch Stützmaterial, was sich in Wasser oder in Aceton auflöst. Und damit kann man auch Überhänge drucken, die ansonsten etwas schwierig wären. Also diese Heißklebeverfahren funktionieren bei den meisten Druckern sehr gut und die beiden, die wir draußen stehen haben, die benutzen das gleiche Verfahren, allerdings nicht mit einer Heißklebepistole, das wäre ein bisschen klobig, sondern mit diesem kleinen Ding hier. Das ist im Prinzip die Mini-Ausgabe einer Heißklebepistole. Oben kommt das Filament rein. Hier sind die Drähte, wo die Heizung und das Thermostat dran ist. Und damit kann man also die Temperatur auch konstant halten. Und unten aus dem Kopf kommt das dann flüssig wieder raus. Das ist jetzt eine 0,5 mm Düse, die schon etwas ramponiert ist. Deswegen haben wir die ausgebaut und können sie zu Demonstrationszwecken rumgehen lassen. Das ist also ein solcher Druckkopf, der Plastik schmilzt. Bis zu 300 Grad kann der heiß werden und entsprechend das Material auch verarbeiten. Kostet etwa 50 Euro, wenn man den nachkauft. Also es ist jetzt kein großes Drama, wenn sowas mal kaputt geht. Die Kosten für solche Bauteile sind in der Regel recht günstig, zumindest bei den FDM-Druckern. Ja, der schmilzt also und drückt das Material raus. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei der Materialkunde. Das, wovon sich die 3D-Drucker ernähren, das sogenannte Filament, das lässt sich am besten verarbeiten, wenn man es in so drahtartige Gebilde reinpresst. Das hier sind verschiedene Sorten. Eins davon ist Holz. Ja, das lässt sich auch leicht brechen. So, Buche ist das hier.
Dann hätte ich noch Fichte im Angebot. Unser kleiner 3D-Drucker da draußen, der druckt im Moment, ich glaube, mit Buchenholz. Das riecht auch sehr angenehm beim Drucken, so ein bisschen nach Kamin. Ja, hier ist etwas dunklere Fichte. Und die ganz dunkle Variante, das könnte Eiche sein, obwohl die sich sehr schlecht zum Drucken eignet. Ja. Schön. Ja, das ist eine helle Buche. Schön. Ja. Also Holz ist eins der außergewöhnlichsten Druckmaterialien natürlich, aber auch gleichzeitig eins meiner Lieblingsmaterialien, eben weil es ein nachwachsender Rohstoff ist. Und natürlich ist da nicht nur Holz drin, es sind natürlich fein gemahlene Holzspäne und als Kleber ist PLA drin, was der häufigst gedruckte Kunststoff ist, PLA. Polylactit, das ist Polymilchsäure, also ein Kunststoff, der aus nachwachsenden, ebenfalls biologisch abbaubaren Rohstoffen besteht, gut klebt, aber nur eingeschränkt temperatur- und wetterstabil ist. Also PLA zerfällt nach einer Zeit in der freien Natur. Man kann damit auch den Garten düngen, wenn man möchte, und das fein schreddert. Da ist also nichts Giftiges drin. Aber Kaffeetassen würde ich nicht draus machen, weil das sich schon ab etwa 70, 80 Grad verformt. Ja, dann würde der Kaffee wahrscheinlich ausfließen oder die Tasse merkwürdig aussehen. Also für temperaturstabile Sachen nehmen wir einen Kunststoff, häufig einen Kunststoff, den die meisten kennen werden, nämlich das altbekannte ABS. ABS ist das, woraus die Gehäuse von Bohrmaschinen und anderen Geräten hergestellt werden. Der ist temperaturstabiler, schmilzt auch bei höheren Temperaturen. Ich gucke mal, ob ich da was aus ABS direkt da habe. Wenn nicht, draußen am Tisch sind jede Menge Exponate. Oh, der hier ist so ähnlich. Ja, also der ist schon ziemlich bruchstabil und hat leider eine unangenehme Eigenschaft beim Drucken. Er verformt sich nämlich leicht. Das sieht man an einigen Exponaten draußen, die haben Risse. Das liegt einfach dran, wenn der sich abkühlt, zieht er sich zusammen und dann bei größeren Schichten bricht es durch oder verformt sich auf jeden Fall. Den stabil auf der Druckplatte zu halten, bedeutet, dass man die Platte auf schon mindestens 110 Grad aufheizen muss. Dann haftet er einigermaßen, trotzdem verziehen sich vor allem die Ecken, wenn man da nicht noch extra was dran druckt, dass es besser an der Platte haftet. Auch eine Alternative zu ABS, die sich weniger verzieht, ist ein Kunststoff namens HIPS, High Impact Poly... Rest habe ich vergessen, aber das ist das, woraus Plastikgeschirr gemacht wird. Ja, hat ähnliche Eigenschaften wie ABS. Interessanterweise haftet es nicht an ABS. Man kann also das eine als Stützmaterial für das andere verwenden und ist ähnlich stabil, nur gegen Brechen etwas empfindlicher als das ABS. ABS ist noch etwas härter und elastischer gleichzeitig. Das HIPS, das ist das, was so weiß wird, wenn man es verformt. Ja, also mit HIPS kann man im Prinzip genauso wie mit ABS temperatur- und hitzestabile Sachen drucken. Gut, was gibt's noch? Ja, das ist Bentley, das ist Plexiglas. Ja, das kennt man von Plexiglasfenstern, so ein bisschen milchig geworden hier. Das hängt mit der Temperatur zusammen und wie viel Luft drin ist. Und das hier ist ein ganz interessantes Material, das ist nämlich Ninjaflex. Fast unzerstörbar, hat schon 2 Jahre OCC ausgehalten mit Kindern, die das gegen die Wand werfen, drauftreten oder reinbeißen. Aus dem werden auch Basketbälle hergestellt und ähnliche Sportgeräte. Das ist fast unzerstörbar, muss aber sehr, sehr langsam gedruckt werden und zieht furchtbar viele Fäden. Also wenn man damit was Filigranes drucken will, dann muss man nachher die ganzen Fäden rausschneiden. Ja, sonst sieht es etwas unansehnlich aus. Bei Körpern, die so in sich geschlossen sind und eine Außenhülle haben, da sieht man die Fäden nicht, weil die alle innen sind. Ansonsten muss man halt sehr, sehr langsam drucken, um damit was Ordentliches hinzubekommen. Ja, Holz hatte ich schon erwähnt. Was haben wir hier noch? PLA, sehr häufig verwendet. Das hier ist eine Variante von PLA, die im Dunkeln leuchtet. Die kann man also mit Hilfe einer Taschenlampe oder Sonnenlicht aufladen und die leuchtet dann so circa 15 bis 20 Minuten im Dunkeln nach.
Ja, auch als Material sehr beliebt für Gegenstände, die man im Dunkeln wiederfinden will. PLA ist sehr einfach zu verarbeiten, deswegen, wie gesagt, der häufigst gedruckte Stoff. Ich würde es auch empfehlen, generell für alles, was nicht unbedingt super temperaturstabil oder UV-beständig sein soll. Ja, PLA ist umweltfreundlich, ABS ist leider ewig haltbar oder noch länger. Also aus ABS kann man jede Menge Plastikmüll produzieren. Deswegen versuche ich ABS, soweit es geht, zu vermeiden, außer bei Dingen, die viel aushalten müssen, so Tischklammern, Dinge, die sich in der Hitze nicht verformen sollen oder die wirklich sehr, sehr lange halten müssen. Maschinenteile, Bauteile, die man später im Drucker selber verbaut, also Ersatzteile für den Drucker oder Sachen, die sehr heiß werden. Halter für die Heißklebepistole bzw. für den Druckkopf, der muss halt bis zu 150 Grad Hitze aushalten, ohne sich sofort zu verformen. Gut, ja, so viel zur Materialkunde, und der Slicer ist eben dafür zuständig, mit den verschiedenen Materialien zu arbeiten, die Druckdüsendurchmesser richtig zu berechnen, wie groß die Bahnen sein müssen, wie dicht die aneinander haften und so weiter. Wenn wir uns das Programm später mal genauer angucken, sehen wir uns auch die Einstellungen an. Der Slicer produziert also Befehle für den Drucker. Der Drucker wird in der Regel eine Variante von G-Code sprechen. Das ist die 3D-Druckersprache, die so einfache Kommandos hat wie: fahre den Kopf an die Position X gleich 1, Y gleich 2, Z gleich 3 und schiebe dabei so und so viel Material raus. Und das alles in einem Befehl. Das sind also sehr, sehr einfach gehaltene Befehle, und der Druckkopf positioniert sich dann an die entsprechende Stelle und druckt. Ja, um den Drucker zu bedienen, gibt es verschiedene Varianten. Die meisten 3D-Drucker, die man im Handel bekommt, haben ein kleines Arduino-Computerboard drin. Da läuft nicht wirklich ein Linux drauf, sondern eine Applikation, eine Firmware, die wirklich nur 3D drucken kann, ohne Scheduler, ohne Dateisystem, ohne irgendwelche intelligenten Sachen. Der kann also wirklich nur G-Code verarbeiten. Einige davon unterstützen auch, dass man von einer SD-Karte direkt drucken kann. Das hat den Vorteil, man schiebt alle Druckvorlagen am Computer auf die SD-Karte, schiebt die in den Drucker ein und wählt dann dort am Display aus, was man jetzt gedruckt haben möchte. Noch eine Stufe komfortabler geht es mit einer Software namens Octoprint. Die kann man am besten erklären, wenn man dazu das Webinterface sieht. Das Webinterface ist in Python geschrieben, und dieses Octoprint läuft auf einem Raspberry Pi Computer, der am Drucker angeschlossen ist, und über USB-Schnittstelle die Befehle, die G-Code-Befehle, dann an den Drucker, an den Arduino dort weiterschickt. Das ist super komfortabel zu bedienen. Man kann hier zum Beispiel jetzt den Kopf vorheizen auf PLA-Temperatur, das Bett ebenfalls, das Druckbett. PLA haftet zwar auch ohne, dass das Bett beheizt wird, aber besser ist es, wenn man das Bett ein bisschen heißer macht. Dann sind die Chancen auch geringer, dass sich das Druckobjekt löst. Dann gibt es hier die Möglichkeit, über das Raspberry Pi und dessen eingebaute Kamera den Druckvorgang und den Druckkopf zu beobachten. Ja, da könnte ich mal gucken, ob ich den Druckkopf hochfahren kann. Ja, also hier kann ich den Druckkopf tatsächlich auch steuern. Filament rausschieben, kalibrieren und den Drucker auch, falls irgendwas schief geht, anhalten. Wirklich schier genial finde ich diesen G-Code-Viewer, der zeigt, was wäre wenn, also was der Drucker gerade verarbeitet. Muss ich etwas kleiner machen. Was haben wir hier? Ausschnitt auf Modell zentrieren, auf Modell zoomen. Und was druckt er hier? Habe ich hier schon was? Ja, eine Abdeckung. Oh, genau, hier könnte man, hier habe ich Schachfiguren gedruckt. Dann lade ich mal diese Datei. Ja, der berechnet auch aufgrund der Befehle, wie lange das etwa dauern wird, bis das Objekt fertig gedruckt ist. Hier sagt er, 3 Stunden wird es in etwa dauern. Ja, und in der Voransicht kann man dann tatsächlich sehen, wie der Druckkopf sich bewegen wird, und in der Kameraansicht dann, ob es auch geklappt hat oder ob das Druckobjekt vielleicht umgefallen ist.
Ja, das ganze Ding ist mit JavaScript und Python programmiert, läuft in jedem mir bekannten Browser. So. Ja, nur Darstellung, aber wahrscheinlich, weil ich vorhin ein paar Mal skaliert habe, sollte man die Seite dann vielleicht doch nochmal neu laden. So. Ja, das JavaScript-Teil, der JavaScript-Teil davon ist relativ groß, deswegen kann es etwas dauern beim ersten Laden. Ja, hier sieht man jetzt die 1:1 Ansicht vom Druckbett von dem kleinen Drucker. Der hat also ein etwas längliches Druckbett. Der druckt 19 cm mal 12 cm mal 19 cm etwa. Und ja, dementsprechend wird das Druckobjekt jetzt auf dieses Druckbett angepasst. Druckdauer wäre 3 Stunden. So, jetzt müsste es aber eigentlich gleich haben. Genau, und da sieht man jetzt die einzelnen Bahnen, die der Drucker druckt, wenn er da Schicht für Schicht aufträgt. Ich kann hier vorspulen, schauen, was in jeder Schicht passiert. Ja, wird also nach oben etwas dünner zulaufen, dann wieder etwas dicker. Das ist also eine Schachfigur. Der Läufer, der so in der Mitte einen eingefrästen Strich hat, der wird natürlich dann durch die entsprechenden Schichten gedruckt. Ja, und ganz zuletzt kommt eine kleine Kugel an die Spitze. Dann ist er fertig. Und man sieht ja auch, dass der hohl ist innen, der ist also nur mit wenig Material gefüllt. Dadurch spart man Druckmaterial, vermeidet Plastikmüll. Das ist die Voransicht und in der Kameraansicht kann man dann zugucken, während er druckt. Und das Schöne ist auch von unterwegs mit einem Browser auf dem Smartphone abbrechen, falls man sieht, dass es irgendwas schiefgegangen ist. Ja. Diese 3D-Drucker haben, auch die teureren, keinerlei Eigenintelligenz. Das ist ziemlich fatal. Die merken das also nicht, wenn jemand mit der Hand reingegriffen hat, ein Kind oder so, und dieser 200 Grad heiße Druckkopf ganz böse wehtut, der druckt einfach weiter. Ja, im besten Fall geht der Druckkopf kaputt, dann hält der Drucker irgendwann an, weil die Seilzüge gerissen sind. Im schlimmsten Fall druckt er trotzdem weiter und dann geht es ins Krankenhaus und kann genäht werden. Also speziell dieser RF1000, der hat sehr starke Steppermotoren, 60 Watt, der ignoriert es völlig, wenn man da mit der Hand reingreift und druckt einfach weiter und kann einem dann auch Finger abquetschen. Deswegen ist da ein Plastikgehäuse drumherum aus Plexiglas, damit wir den auf der CeBIT betreiben können, ohne dass jemand aus Versehen reingreift. Der hat ziemlich viel Kraft. Ja, der kleinere Drucker, der T-Bot, dieser da, der geht eher selber kaputt, wenn man reingreift und der hat nicht so viel Kraft. Aber der große, der ist schon ziemlich heavy, weil der auch als Fräsmaschine geeignet ist. Also diese G-Code-Befehle führt der Drucker einfach aus und hat keine Sensoren, die ihm sagen, wo der Kopf gerade ist. Der kalibriert sich also nur ein einziges Mal am Anfang, fährt an die Nullposition und ab dann verlässt sich der Drucker darauf, dass jeder einzelne Befehl korrekt ausgeführt wird und geklappt hat. Das hat manchmal etwas kuriose Konsequenzen, wenn was nicht klappt. Hier ist ein Beispiel dafür. Was könnte da passiert sein? Ich heb mir immer die Fehldrucke aus, weil die sind am interessantesten. Ja. Genau, ja. Der Druckkopf wollte eigentlich den Kreis vollenden. Es ging irgendwie nicht weiter, weil er irgendwo hängen geblieben ist. Kann auch sein, dass die Katze am Drucker vorbeigelaufen ist oder so. Ja, auf jeden Fall ging es da nicht weiter, aber er hat angenommen, die Bewegung wäre zu Ende ausgeführt worden und hat dann munter an der falschen Stelle weitergedruckt. Und interessant bei diesem Objekt ist, dass das zweimal passiert ist. Ja, also ist der Kreis in der Mitte, da hat er dann weitergedruckt und dachte, alles ist okay. Dann muss das nochmal passiert sein, dass er hingeblieben ist und dann hat er dann ganz zuletzt ganz am Rand weitergedruckt.
Also ein sehr exotisches Stück hier, wo man sehen kann, was passiert, wenn der Drucker wirklich mal einen Step nicht schafft. Ja, das passiert beim RF 1000, bei dem großen Drucker nicht. Wenn der hängen bleibt, dann haut er das Objekt um oder bricht die Keramikplatte durch. Der hat wirklich viel Kraft, also mehr als das Plastik aushält. Hier ist auch ein interessantes Objekt, das habe ich aber leider nur einmal. Das war auch ziemlich teuer. Ja, genau, das ist einfach nur ein Klumpen Plastik. Und das passiert, wenn der Kopf am Anfang nicht fest genug an der Platte dran ist, sodass die erste Schicht haften bleibt. Dann bleibt nämlich das Objekt am Kopf kleben, bleibt auch schön flüssig, ja, deswegen diese weiche Tropfenform. Und es kommt einfach immer neues Plastik dazu. Die Kugel am Kopf wird immer größer, immer größer. Und wenn man wirklich Pech hat, dann haut es den Kopf irgendwann mal um, weil er dann hängen bleibt an irgendeinem Teil der Umgebung und bricht ab. Ansonsten, wenn man rechtzeitig abbricht, dann hat man einen sehr interessantes Objekt, was nur aus Plastik besteht, das sich selber in der Luft verfestigt hat. Gut, also die erste Schicht des Druckers ist immer die kritischste. Wenn das nicht richtig haftet, dann kann man eigentlich gleich abbrechen. Das repariert sich nicht mehr von alleine. Manchmal ist es so, dass wenn es zu dicht an der Platte ist, dass er dann sehr, sehr dünn druckt, aber sich später wieder fängt. Wenn die nächste Schicht kommt, dann haut er halt das Material, was überschüssig war, dort raus und dann druckt er wieder normal weiter. Ja, ja, das ist die Müdigkeit nach dem Mittagessen. Gut, manchmal breche ich auch absichtlich ab, um was zu zeigen. Das ist nämlich eigentlich ein sehr guter Ausdruck gewesen. Hier sieht man, wie größere Objekte gedruckt werden, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. So eine Druckerrolle kostet doch immerhin in PLA auch 14 Euro mindestens. Die etwas besseren Materialien schon 20 Euro pro Kilogramm. Das Holzfilament kostet bis zu 40 Euro pro Kilogramm. Ist also recht teuer, obwohl es durchweg aus recyclingfähigem Material und nachwachsenden Rohstoffen besteht. Das Ninja Flex, da kostet eine 1 Kilo Rolle schon 50 Euro und so geht es dann weiter. Also Fazit, man versucht zu vermeiden, zu viel Material zu drucken. Gerade bei so Sachen, die viel Volumen haben, wo man aber sich eigentlich nur für die Außenfläche interessiert, da macht man das in der Regel hohl. Und weil es halt nicht ganz hohl geht, denn dann so würde die Oberfläche, die oberste Schicht wieder durchhängen, ja, weil sie nichts hat, wo man draufdrucken kann, druckt man so eine Art Bienenwabenmuster innen rein und daran können die nachfolgenden Schichten am besten haften. Ja, bei diesem Ninja Flex Tetraeder, da konnte ich mit nur 1 oder 2% Füllung drucken, der ist also fast komplett hohl, da sind also riesige Luftlöcher drin. Bei anderen Sachen geht es auch mal komplett hohl, also dieser Tetraeder, der ist komplett innen hohl, das geht aber nur, weil die Wände alle so leicht geneigt sind nach oben, da haftet das Material hervorragend auf der nächsten Schicht. Einen Würfel kann man nicht komplett hohl drucken, zumindest mal muss man dann irgendwann anfangen, wieder Brücken zu bauen mit dem Filament, damit es oben dann einwandfrei glatt wird. Also dafür diese Bienenwaben und diese luftige Struktur innen drin. Die Stabilität wird eher dadurch bestimmt, wie viele Schichten wir außen haben. Das ist eine sehr große Filamentrolle, die da gerade geliefert wird. Ja. Ja. Interessant, was eigentlich dieses Geräusch macht. Ein Loch wird gebohrt. Ein Loch. Ja, ich glaube, das geht durch den Boden durch. Das werden wir nicht mehr. Ich muss halt lauter reden, das ist kein Problem. So. Hier sieht man die G-Code-Befehle, die der Drucker verarbeitet oder schickt. Das ist die Temperaturmessung, womit das Octoprint jeweils diese Temperaturkurven zeichnet. Der Kopf ist jetzt auf Arbeitstemperatur, die Heizplatte ist auf Arbeitstemperatur. Es liegt auch nichts mehr drauf, also eigentlich könnte man jetzt was drucken.
hebe ich mir aber auf, wenn wir das erste Objekt fertig haben, was auf den Drucker zu schicken. Ja, das ist also die intelligente Zwischenschicht zwischen dem, was gedruckt werden soll, und dem eigentlichen Drucker, womit man den Drucker auch sehr komfortabel steuern kann. Kann ich also sehr empfehlen, wenn man sich einen 3D-Drucker anschafft, darauf zu achten, dass der einen Dialekt kann, der von Octoprint verstanden wird, vom G-Code her, sodass man Octoprint verwenden kann für die Steuerung. Ja, Octoprint inklusive Raspberry Pi ist ein Kostenaufwand von 35 Euro, ja, mit Gehäuse vielleicht noch ein bisschen mehr. Die Kamera kostet nochmal 12 Euro obendrauf und damit hat man dann auch ein schönes Steuergerät für den 3D-Drucker. Ja, die beiden Ausstellungsstücke, die wir hier haben. Der erste, den ich angeschafft hatte für die Hochschule, war dieser Renkforce RF1000. Damit unterrichten wir jetzt in Grundlagen der Informatik die erste Programmiersprache, nämlich OpenSCAD, und können dann auch Projekte von Studenten verwirklichen, die sich das, was sie konstruiert haben, am Computer auch direkt ausdrucken können. Mittlerweile ist er gar nicht mehr so teuer. Ich habe damals noch 1.500 Euro für das Selbstbau-Kit, das Do-It-Yourself-Kit bezahlt, 576 Teile, etwa 11 Stunden Aufbauzeit, und man lernt unheimlich viel über Mechanik und Elektronik und auch Arduino-Computer, vor allem wenn Teile fehlen oder ersetzt werden müssen. Kann ich also sehr empfehlen, wenn man einen 3D-Drucker kauft, sich nicht einfach zu machen, sondern tatsächlich die Selbstbauvariante zu legen. Man lernt einfach mehr dadurch. Und der T-Bot ist ein Projekt aus Holland. Die Idee dahinter ist, dass der 3D-Drucker gleich in einem Koffer drin ist, sodass man mit vier Schrauben, die man lösen kann, das Ganze zusammenklappen und mitnehmen kann. Den nehme ich ganz gerne auf Vorträge und Messen mit oder wenn ich einfach unterwegs was drucken will. Der ist auch leichter transportabel als der RF1000 und wiegt nicht so viel. Wird leider aktuell nicht mehr vertrieben, aber die Baupläne kriegt man immer noch. Also man kann sich damit selber einen Drucker zusammenstellen. Und viele der Teile des Druckers, die draußen stehen, sind auch selber gedruckt oder vom Original modifiziert. So. Ja, so sieht er aus. Nee, der Drucker ist nicht so laut. Also interessant finde ich auch, dass den Aufbau hier hinten mit der Filamentrolle, wo zwei Frühstücksbrettchen als Gehäuse dienen, die dann mit Schrauben zusammengehalten werden, und die Rolle ist da drauf montiert und wird über diese Röhre füttert, die den Kopf mit Filament. Und der druckt dann auf die beheizte Aluplatte hier unten. Ja, also ein sehr pfiffiges Gerät, was mir so gut gefallen hat, dass ich mir den auch als Bausatz bestellt hatte. Kostete als Bausatz 400 Euro, zusammengebaut hätte 600 gekostet. Und die meisten dieser Bauteile kriegt man im Baumarkt. Tatsächlich war ich auch hier beim lokalen Baumarkt und habe ein paar Teile nachgekauft, die nicht so gut waren. Die Gewindestangen waren etwas verbogen, die habe ich nachgekauft. Ein paar Kabel waren zu kurz. Alles so Anfangskrankheiten dieses Kickstarter-Projekts, und hatte auch ein bisschen was zum Löten. Hat also viel Spaß gemacht, den so weit zu kriegen, dass er tatsächlich gedruckt hat. So, und jetzt kommt das Interessanteste, nämlich wie können wir selber was machen, was man 3D drucken kann.
Ich muss sagen, ich selber bin zeichnerisch völlig unbegabt. Ich kann keinen geraden Strich hinbekommen, geschweige denn irgendwas maßgenau mit einem Lineal zeichnen. Das ist einfach nicht mein Ding. Deswegen war ich, als ich hörte, es gibt da ein Programm, wo man ohne zeichnen zu können 3D-Konstruktionen machen kann, schon mal sehr interessiert und war dann auch bei einem Vortrag dabei und habe es tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten geschafft, die ersten 3D-Gegenstände am Computer zu konstruieren. Und mittlerweile lasse ich das, wie gesagt, in die Grundlagen der Informatikvorlesung einfließen, sodass unsere Studenten auch von Richtung 3D-Konstruktion was mitbekommen und nebenbei auch die erste sehr einfache Programmiersprache lernen. OpenSCAD, ja, Solid Computer Aided Development oder Design, ist also ein Entwurf, computergestützter Entwurf von festen Gegenständen. Das Programm selber ist in C++ geschrieben, verwendet aber für die Programmiersprache eine ähnliche Syntax wie Java, was es für unsere Studenten auch einfacher macht, dann die nächste Programmiersprache zu lernen. Und ist natürlich Open Source, deswegen ist es auf der Knoppix seit den letzten beiden Versionen standardmäßig mit dabei. Ist auch nicht besonders großes Programm. Es gibt davon ein paar Derivate, zum Beispiel OpenJSCAD, das läuft komplett im Browser. Ist auch eine Alternative, die man sich angucken kann. Hat aber eine etwas andere Syntax als das OpenSCAD. Und für Android-Smartphones gibt es das ScorchCAD, läuft auch auf Tablets unter Android. Das funktioniert mit der gleichen Syntax wie OpenSCAD und erlaubt es, dass man auch auf Tablets was konstruieren kann. Wobei ich empfehlen würde, dann dort eine Bluetooth-Tastatur anzuschließen, damit man es nicht so schwierig hat mit dem Touchscreen. Auf einer echten Tastatur tippt sie es einfach leichter. Ja, das OpenSCAD ist bei der Knoppix dabei und zwar im Menü Grafik. Wer jetzt also gerade Knoppix offen hat, kann es schon mal starten. Unter Grafik OpenSCAD. Ähnlich wie bei OpenOffice hat das ein Startfenster, wo man die zuletzt erstellten Kunstwerke nochmal drin sieht, aber auch schöne Beispiele, wo man erstmal lernen kann, was das Programm eigentlich tut und wie leistungsfähig es ist. Die brauchen wir uns nicht anzugucken. Wir können direkt auf Neu gehen und sehen dann den Arbeitsbereich von OpenSCAD, der erstmal üblicherweise fragende Gesichter hinterlässt. Wo ist denn da jetzt die Grafik? Wo muss ich zeichnen? Was muss ich anklicken? Bis man drauf kommt, dass das alles viel einfacher ist. Ja, also der Bereich von OpenSCAD, der Arbeitsbereich ist dreigeteilt, besteht aus einem Fenster für Texteingabe bzw. die Programmiersprache OpenSCAD. Auf der rechten Seite sieht man, was rauskommt, wenn man es übersetzt und drucken lässt. Und unten gibt es einen Bereich mit Fehlermeldungen, die, ja, falls man irgendwo einen Fehler gemacht hat, wird er auch rot gekennzeichnet und da unten steht dann, was möglicherweise falsch gelaufen ist. Ja. Also diese drei Elemente hat das OpenSCAD. Üblicherweise arbeitet man vorwiegend im Editor und diesen Bereich nimmt man nur zum Angucken. Wir werden gleich mal ein paar kurze Programme machen und die Oberfläche dann kennenlernen. Ein paar Funktionstasten muss man sich merken, ja, oder wissen, steht auch im Menü drin. F5 ist, um aus dem Quelltext die sichtbare 3D-Struktur zu machen. Übersetzung, die schnelle Variante. Die Taste F6 braucht man dann, wenn man eine Druckvorlage erzeugen will. Die muss dann nämlich etwas genauer gerendert werden und die kann dann später als STL-Datei für STL-Export gespeichert werden. Das ist das, was dann vom Slicer verwendet wird, um die Druckvorlage zu generieren. Wer den eingebauten Editor nicht mag, kann auch Word verwenden. Es hält einen niemand davon ab, irgendein Textverarbeitungsprogramm seiner Wahl zu verwenden, was man lieber hat. In dem Fall hilft die Taste F4, um das Dokument, was man mit einer externen Textverarbeitung gemacht hat, wieder in OpenSCAD zu refreshen, neu reinzuladen. Ja, solange wir mit dem eingebauten Editor arbeiten, brauchen wir eigentlich nur die Taste F5, um jeweils zu gucken, was hat sich geändert gegenüber der Version vorher. Für den Grafikbereich, wo man das Objekt, was man erstellt hat, sehen kann,
Dort bedeutet linke Maustaste, man ergreift das Modell und dreht es. Rechte Maustaste verschiebt am Bildschirm und das Mausrad hoch oder runter zoomt hinein oder heraus, also fährt näher an das Objekt ran oder geht wieder von dem Objekt weg. Und es gibt auch einen Rücksetzen-Knopf, wo man die ursprüngliche Ansicht wiederherstellt, wenn man nicht mehr weiß, wo man jetzt gelandet ist, wenn man zu stark reingezoomt hat oder rausgezoomt hat. Ja, die gesamte Programmiersprache OpenSCAD passt eigentlich auf eine DIN A4-Seite. Ja, das ist ganz, ganz fantastisch, dass man mit wenigen Befehlen eigentlich alles Werkzeug hat, was man braucht, um Gegenstände zu designen. Das müsste sich jetzt in einem meiner Browser geöffnet haben. Ja, da ist es. Ja, das ist das Cheat Sheet und das ist hier unten tatsächlich auch schon zu Ende. Das sind eigentlich alle Befehle und davon brauchen wir noch nicht mal alle. Ja, hier kann man natürlich bei jedem Befehl auch genau nachgucken, wie der aufgerufen wird. Zum Beispiel bei der ersten Funktion, die wir gleich kennenlernen, dem Würfel, Cube. Ja, da steht also die Angabe, wie er definiert wird und was dann am Bildschirm zu sehen sein wird. Gut. Ja, dann können wir eigentlich auch direkt schon loslegen mit dem Tutorial, wie... Kurz noch. Ja? Diese Methode ist natürlich auch ohne Drucken für Mathematik interessant. Ja. Ich suche gerade ein Beispiel, wo so eine OpenSCAD-Aufgabe in schließlich mal endlich eine sehr schöne offene Mathematik-Aufgabe mündet. Ich suche so einen Stift, der dann den Ding... Es gibt auch sehr schöne Beispiele für Rekursionen, wo man zeigen kann, wie das dann aussieht, wenn man rekursive Funktionen programmiert. Also was irgendwie mit Programmieren zu tun haben, wenn es mit Quelltext geht, das halte ich sehr sinnvoll, ja, weil es sehr vielseitig verwendbar ist und das ist auch der große Vorteil von Maxim. Ja. Also noch zur Info, auf dem Computercamp war das tatsächlich so, dass auch die blinden Kinder das hinbekommen haben, so in OpenSCAD zu programmieren, dass man die Sachen ausdrucken konnte und ja, konnten es dann in der Hand halten, was sie dort programmiert hatten. Ja, auch mit Schriftzügen oder Brailleschrift und wenn man das hinbekommen kann, ohne Sichtkontakt zum Bildschirm, dann kann man das natürlich auch als Sehender hinbekommen. Das ist also eine Sache, die man als erste Programmiersprache sehr leicht erlernen kann. Und trotzdem hat man was davon, denn so wie diese Programmiersprache aufgebaut ist, so sind sehr viele andere Programmiersprachen ebenfalls. Was man schon bei den Kommentaren sieht, ja, das ist das Erste, was wir mal ausprobieren können, in unser Dokument oder in unser 3D-Objekt einen Kommentar einzufügen. Tipp übrigens, mit Steuerungstaste und Mausrad nach oben kann man den Text vergrößern. Ja, oder wieder verkleinern. So kann man die Schrift nach Belieben anpassen und die Fenster kann man natürlich auch verschieben. Vergrößern, verkleinern. Das ist ein einfacher Kommentar, der geht von den beiden Doppelstrichen bis ans Ende der Zeile. Das ist einfach ein Text, den man sich notieren kann, der komplett ignoriert wird, der hat keinerlei Auswirkungen auf das zu druckende Objekt. Eine andere Variante ist der Kommentar mit Schrägstrich-Sternchen, der kann über mehrere Zeilen gehen. Bis zu Sternchen und Schrägstrich zu. Ja. Als ich den OpenSCAD-Kurs damals besucht hatte, habe ich mich schon gefragt, wie kann ich meinen Quelltext, was ich gemacht habe, jetzt so markieren oder kommentieren, dass ich später noch weiß, was das überhaupt ist, was ich da getippt habe. Und das ist die Lösung dazu, Kommentare in den Quelltext einzubauen, die die Aufgabenstellung erklären oder die einfach sagen, was man dort programmiert hat. Ja, also die Syntax von Kommentaren ist genau wie in Programmiersprache C, C++, Java und verschiedenen anderen. Ja. Bitte? In Maxima auch, ja, wunderbar. Gut, das kommt später. Das kommt später. Ja, dann fangen wir mit der ersten Form an. Es ist übrigens ganz praktisch, wenn man sich das Tutorial so nebendran legt.
ja, was auf dem Webserver ist, dann kann man immer mal spicken und nachgucken, wie was gemacht ist. Dann fangen wir mit dem ersten Objekt an. Das einfachste Objekt in OpenSCAD ist meines Erachtens der Würfel. Ein Würfel heißt auf Englisch Cube und wie das bei Programmiersprachen so ist, für jeden Befehl gibt es eine möglicherweise optionale Parameterliste. Das geht mit runde Klammer auf, runde Klammer zu. Wenn nichts drinsteht, werden die Standardwerte genommen bei OpenSCAD. Und auch wichtig, jeder Befehl wird mit einem Semikolon, also einem Strichpunkt, abgeschlossen. Ja, also einfachster Befehl, Cube, runde Klammer auf, runde Klammer zu und ein Semikolon dahinter erzeugt ein Würfelobjekt. Und sehen tut man das erst, wenn man die Taste F5 drückt. Und dann muss man ganz genau hinschauen, da ist jetzt was passiert, allerdings ganz, ganz klein, da muss ich richtig ranzoomen. Da ist der Würfel und richtig erkannt mit Kantenlänge 1. Also die meisten Standardwerte in OpenSCAD sind, wenn man nichts anderes angibt, ist eine Einheit für die Seitenlängen bzw. Radius 1 bei einer Kugel. Und bei Würfeln ist es standardmäßig so, dass der linke untere Eckpunkt im Ursprung des Koordinatensystems ist und die drei Raumrichtungen X, Y und Z, ja, hier unten sieht man eingeblendet, wo die einzelnen Achsen verlaufen, X, Y und Z. Das sind dann in positiver Richtung die drei Seiten, die den Würfel ergeben. Ja, am Beamer sieht er richtig würfelig aus, auf meinem Display hier, weil das eigentlich Widescreen ist, sieht er ein bisschen flach aus, aber so sollte es sein. Ja, erste Frage wäre jetzt natürlich, kann ich das drucken? Was heißt denn Kantenlänge 1? Standardmäßig ist es bei OpenSCAD so, wenn ich es als STL-Datei exportiere, ist es tatsächlich 1 mm Kantenlänge. Also diesen Würfel zu drucken, das geht zwar, ist auch sehr schnell fertig, aber nicht wirklich effizient. Ja? Also da muss man schon ein bisschen mehr Material raushauen und zum Beispiel sagen, naja, machen wir den Würfel doch mal ein bisschen größer. Wie wäre es mit 5 cm, also 50 mm? Für die drei Seiten, dann mache ich in die Klammer eine 50 rein, drücke wieder F5. Ja, dann merkt man schon, oha, da passiert was, das wird größer. Ja, und da haben wir den Würfel jetzt mit 5 cm Seitenlänge. Das kann ich bereits auf den Drucker schicken. Ja, also vorher natürlich noch durch den Slicer, damit es in einzelne Bahnen zerlegt wird, aber dieses Objekt ist durchaus druckbar. Jo, als Kommentar schreibe ich mal dazu, was es ist. Ein Würfel mit Seitenlänge 50. Ups, ein. Ja, der sitzt jetzt in der Ecke des Koordinatensystems. Wenn ich den zentrieren will, das heißt, der Ursprung des Koordinatensystems in die Mitte des Würfels, dann gibt es eine Erweiterung, kann ich sagen, Center gleich True. Das sagt, bitte setze mir diesen Würfel ins Zentrum des Koordinatensystems. Das wird sehr häufig gemacht, gerade bei zusammengesetzten Objekten. Die werden alle zunächst mal in die Mitte des Koordinatensystems geholt und dann später von dort aus woanders hin transponiert. Also ein Würfel mit Seitenlänge 50 und zentriert. Ja, wenn es irgendwo nicht klappt, bitte Bescheid sagen. Das macht nichts. Also beim Slicer, der setzt automatisch die unterste Ebene auf die Platte drauf. Ja, der macht das also automatisch mit der Kalibration in der Höhe. Schwierig wird es natürlich, wenn man mehrere Gegenstände auf einmal drucken will, die man alle gleichzeitig zeichnen lässt. Und wenn dann ein Würfel oben, einer unten ist, dann geht es natürlich nicht. Ja, dann muss man mit Stützmaterial arbeiten. Also man versucht immer nur Objekte zu machen, die sich als Einzelobjekt gut drucken lassen und dann zweite STL-Datei, dritte STL-Datei in den Slicer mit dazu nehmen und der kann die dann entsprechend positionieren, dass sie alle auf der Platte sind.
Gut, ja, Würfel klappt schon ganz gut. Wie sieht es denn mit Würfeln aus, die ungleiche Kantenlängen haben? Also in X, Y und Z verschiedene. Dafür gibt es auch eine Lösung. Also dann heißt es eigentlich, dann ist eigentlich kein Würfel mehr, sondern ein Quader. Das ist diese Variante hier. Ja, da sehen wir auch gleich eine Eigenschaft. OpenSCAD arbeitet bei X, Y und Z Koordinaten mit Vektoren und Vektoren werden mit einer eckigen Klammern geschrieben und X, Y und Z Wert werden in den Vektor direkt als Zahl reingeschrieben. Ja, also die Syntax ist dann runde Klammer auf und den Vektor für X, Y und Z in eckigen Klammern 2, 3, 4 erzeugt diesen Kubus. Quader mit unterschiedlich langen Seiten. Heißen tut der Befehl trotzdem Cube, aber 20, 10, 5 nehme ich mal. Ja, Dominosteine könnte man so generieren. Ja, ist jetzt also 2 cm lang. 1 cm tief und 5 mm hoch dieses Objekt. Ja, das geht noch auf dem 3D-Drucker, ist also nicht zu klein zum Drucken. Der Druckkopf hat im Moment bei beiden Druckern 0,4 mm Auflösung. Ja, noch kleiner sollte man dann nicht drucken. Also alles, was mindestens 1 mm groß ist oder dick ist, sollte sich auf dem Drucker drucken lassen. Ja, mit kantigen Gegenständen klappt das schon ganz gut. Dann versuchen wir uns mal an etwas runden. Kugel heißt auf Englisch, wer weiß es, ohne zu gucken? Sphäre, genau. Eine Sphäre. Ja, und standardmäßig ist es wieder so, Sphäre ohne Parameter macht eine Kugel mit Radius 1. Und wenn ich jetzt auf F5 drücke, erwarte ich eigentlich eine Kugel. Da kommt auch was Kleines, aber wenn man da ranzoomt, sieht man ein ganz komisches Objekt. Ja, wer kann sich vorstellen, was da passiert ist? Grafikkarte kaputt oder OpenSCAD kaputt? Nichts kaputt. Nichts kaputt. Ja, es liegt an den Dreiecken. Die kann man sichtbar machen, wenn man in der Ansicht auf Kantenanzeigen geht. Runde Körper versucht fast jedes Computerprogramm durch Dreiecke anzunähern. Kommt aus der Finite-Elemente-Methode. Das ist einfach günstiger, mit geraden Flächen zu arbeiten und dann Rundungen durch möglichst viele Dreiecke, kleine Dreiecke anzunähern. Und bei einer Kugel mit Auflösung 1 mm ist die Anzahl von Dreiecken einfach zu gering, um daraus eine vernünftige Kugel zu machen. Ja, man kann das natürlich nutzen, um diesen Körper tatsächlich so als Diamanten zu drucken, ohne die relativ komplizierten Eckpunkte eingegeben zu haben. Also wenn man es dann später beim Ausdrucken vergrößert, von dem 1 mm auf ungefähr das 50-fache, kommt tatsächlich dieses Objekt raus, was ganz lustig aussieht, aber eben keine Kugel ist. Ja, jetzt gibt es mehrere Methoden, dem abzuhelfen. Ja, also einmal kann man natürlich sagen, eine Kugel mit 1 mm Radius, das macht keinen Sinn, machen wir sie doch einfach größer, aber das wäre zu einfach. Vielleicht möchte man ja tatsächlich mal was mit einer hohen Präzision drucken, was rund ist und trotzdem präzise gerendert wird. Und dafür gibt es eine Variable, eine globale Variable, die heißt $FN, also mit dem Dollar dazu. Und hier kann ich sagen, wie viele Dreiecke pro Einheit ich gerne gezeichnet haben möchte. Ja, setze ich diesen Wert mal auf 40 und habe die gleiche Kugel wie vorher, dann sieht die auf einmal so aus. Also tatsächlich annähernd rund mit vielen Dreiecken drin. Die ist jetzt schon richtig kugelig. Dadurch, dass ich die Auflösung verbessert habe, muss der Rechner natürlich jetzt mehr Punkte berechnen, mehr Dreiecke zeichnen. Das wird bei großen Objekten dann natürlich auch langsamer werden, aber dafür ist die Präzision gerade bei runden Objekten sehr viel höher und die Auflösung auch höher. Und das merkt man dann teilweise auch beim Drucken, dass die runden Sachen dann wirklich komplett rund sind und nicht irgendwelche Ecken drin sind, die durch die Dreiecksannäherung kommt. Was sagt der Spielzeug nochmal? 40 ist die Anzahl von Dreiecken pro Einheit. Ja?
Also 40 Dreiecke pro Millimeter Fläche würde er zeichnen, oder pro Quadratmillimeter Fläche. Also eine Kugel mit 1 Millimeter Radius und Auflösung 40 Dreiecke pro Einheit. Was man auch machen kann, wenn man nicht für das gesamte gezeichnete Objekt die Auflösung verändern will, sondern nur für einen einzigen Körper, dann darf man diese Variable $FN auch in die runde Klammer schreiben. Unabhängig davon, um welchen Befehl es sich handelt, ja, kann also auch bei Cube oder bei anderen Sachen sein. Klassischerweise nimmt man natürlich schon eher runde Objekte, wo man die Auflösung verbessern will, und schreibt dann da rein $FN gleich 40. Ja. Aussehen tut es genauso, nur wirkt dieses $FN gleich 40 jetzt nur auf die Kugel. Aufnehmen tut es noch. Was ist? Achso. Gut, also Kugeln können wir jetzt auch. Ja, das ist übrigens ja auch in dem Tutorial erklärt. Wir können auch mal zwei Sachen zusammensetzen, Sphäre und Cube zusammen zeichnen in die Mitte des Koordinatensystems. Beim Cube müssen wir dann Center gleich True schreiben, bei der Sphäre brauchen wir das nicht, weil dort die Kugelmitte sowieso im Zentrum des Koordinatensystems sitzt. Ein Objekt aus Kugel und Würfel, Sphäre 40, Cube 60, Center gleich True. Ja, wenn diese Dreiecksansicht stört, dann kann man die auch wieder entfernen, hier oben bei Ansicht Kanten. Anzeigen entfernen, dann sieht man das, was quasi der Drucker sieht beim Drucken. Ja, also wenn man wenig Dreiecke hat, dann scheint diese Kugel aus mehreren Quadraten zusammengesetzt sein. Tatsächlich sind es in Wirklichkeit jeweils zwei Dreiecke, die aneinander hängen, und deswegen sieht die Oberfläche wie aus Quadraten zusammengesetzt aus. Ja, das ist auch so ein Objekt, das ist allerdings schwer zu drucken. Ja, warum? Ja, es dürfte einsichtig sein, wenn da sowas Kugeliges raus ist, dann fällt es leicht um. Moment, Datei speichern. Also über STL speichern geht es noch nicht, nur über hier vorne. Ganz normal speichern. Unter Home Knoppix müsste die sich eigentlich speichern lassen. Name ist eigentlich relativ wurscht. Wo möchte er das denn hinspeichern, der Computer? Ah, nee, unter Home geht nicht, also unter Home Knoppix muss man speichern. Home selber ist nicht für den Anwender schreibbar. Speichern unter, genau, Home Knoppix, genau. Und da blatt1.sk zum Beispiel. Oder Dokumente, ja. Ja. Also bei Knoppix ist Home Knoppix schreibbar. Home selber ist nicht schreibbar, weil da könnten noch andere Benutzer untergebracht sein. Nur die Unterverzeichnisse der Benutzer sind schreibbar. So, wie nenne ich das? Knoppix Tage 1.scat. Ja, also dieses Objekt ist etwas schwer zu drucken. Ich kopiere mir das mal und werde das leicht modifizieren. Was wir jetzt sehen, ist ja die Summe aus, ja, komisch, ne? Mathematisch gesehen, das ist die Summe aus Kugel und Würfel. Ja? Geometrisch gesehen
Es ist ein Objekt, was sowohl Kugel- als auch Würfelelemente hat. Jetzt kommen mengenleere Operationen. Wir können zum Beispiel das darstellen, was in beiden gleichzeitig ist, genauer. Das heißt, alles, was sowohl in der Kugel als auch im Würfel ist, stellen wir dar und alles andere lassen wir weg. Das bedeutet, der Teil vom Würfel, der außerhalb der Kugel ist, entfällt. Der Teil von der Kugel, der außerhalb vom Würfel ist, entfällt auch. Kann man sich das vorstellen, wie das aussieht? Noch nicht vielleicht. Probieren wir es mal. Intersection. Intersection heißt Schnittmenge. Und da wir hier zwei Elemente zusammenfassen, brauchen wir hier das erste Mal die geschweifte Klammer auf hinter dem Befehl Intersection und geschweifte Klammer zu hinterher. Ja, ein Würfel, eigentlich ein Spielwürfel, würde ich sagen. Der rollt besonders gut, weil da die Ecken quasi abgeschliffen sind, weil eben das, was im Würfel ist, aber nicht in der Kugel, fehlt und das, was in der Kugel ist, aber nicht im Würfel, ebenfalls fehlt. Damit haben wir quasi alles, was außen ist, abgeschnitten. Das Objekt eignet sich in der Tat sehr gut, um Spielwürfel zu machen und es haftet auch gut am Untergrund, weil es unten eine schöne glatte Fläche hat, mit nur ein bisschen Überhang zum Drucken. Ja, so sieht das dann aus. Das ist aus Hips gedruckt, aus lila Hips-Material. Sollte also auch ausreichend stabil sein, dass es auch mal aushält, wenn es runterfällt. Ja. Aber das mit den Mengen würde ich gerne noch fertig machen. Ja, dann haben wir einen Abschnitt zu Ende. Da würde mein Geist wieder zubeißen, ein bisschen geschickt. Ja? Also wenn wir kurz einen Blick da haben. Okay. Wenn der wird gemacht, das Quatsch. Wegen der Diskretion schalte ich mal kurz hier den Beamer ab. Genau, das kommt als nächstes. Sehr schön, ne? Das freut mich, wenn das bereits so in die Experimente reingeht. Was heißt Difference? Genau, Difference. Ja. Also einfach Intersection durch Difference ersetzen. Difference. Ja, aber wir gucken mal dieses Beispiel an. Android, Apps, CorgCat. Ja. Ja, wir sind jetzt also schon mitten in der Mengenlehre, ne? Mathematik. Bitte? Ja, ich wollte halt nur nicht, dass meine E-Mails dann. Sonst musst du so viel rausschneiden und ich will nicht so viel Arbeit zumuten. Gut. Jetzt kann es wieder los. Genau. Ah ja, passt. Difference Cube 80 Center gleich True und Sphere R und R ist als 50, also. Und die Mathematikaufgabe ist unabhängig von dem System zu berechnen, wo sie auseinanderfallen. Da kann man es durch Variation, dass man R gleich 50 anfängt und dann halt schrittweise vergrößert, schauen wir raus, wenn es auseinanderfällt. Man kann es aber sehr schön durch Modellierung mit der herkömmlichen Geometrieformel Apparatur auch herausfinden, sehr exakt, wo das der Fall ist. Oh, das ist ja in der Tat eine knifflige Aufgabe. Ab wo gehen die Linien durch? Das heißt, ich bräuchte, wenn der Radius. Du müsstest das nur mal in S-Karte in Quintextended durch mit 50 anfangen und dann so. Der Radius muss die Hälfte der Diagonalen sein. Nein, so würde ich jetzt nicht so. Okay. Du das Problem gleich verschärft. Okay, okay. Ja. Es ist ganz schnell gemacht, aber es war nur eine Idee von mir, wo man diese Mathematikunterricht dann braucht. Und das ist für die Oberstufe eine schöne Aufgabe. Ja. Hier verwende ich diesen Blog-Kommentar, um die ganze Textstelle auszukommentieren. Das letzte Sternchen bekommt einen Schrägstrich dahinter. Ne, dadurch haben wir alles, was zwischen dem und dem ist, auskommentiert. Ja, das ist so ein bisschen hübsch gemacht mit einem Sternchen, dann weiß man ungefähr, na, dieser Abschnitt, den habe ich auskommentiert, den kann man später durch Löschen dieser beiden Zeilen wieder einkommentieren.
Ja, also jetzt die Differenz. Differenz zwischen Kugel und Würfel. Und hier ist es wichtig, dass das erste Objekt positiv ist und das zweite Objekt oder alle nachfolgenden Objekte werden vom ersten abgezogen. Also statt Intersection, Differenz, das heißt, ich ziehe von der Kugel den Würfel ab, was natürlich jetzt etwas exotisch, Moment, Differenz, jawohl, ja, sieht hübsch aus, ist aber leider nicht gut zu drucken. Ja. Also so kleine UFOs, ne, nicht schlecht eigentlich, so von der Idee her, aber geht nur mit sehr viel Stützmaterial. Effizienter wäre, wenn es umgekehrt ist. Das heißt, wir ziehen vom Würfel die Kugel ab. Da muss ich einfach nur die Reihenfolge vertauschen. Dadurch wird der Würfel positiv, die Kugel negativ. Ja. Und jetzt habe ich dieses Objekt mit dem Würfel, wo die Kugel innen drin fehlt. Ja. Und eines der Kinder vom OCC kam jetzt auf die Idee, warum setzen wir in dieses Objekt jetzt nicht wieder eine Kugel rein? Und dann fragt sich jeder, wie kommt die Kugel in diesen Würfel rein, wenn die gar nicht durch die Löcher durchpasst? Ja. Könnte jetzt auch wieder eine mathematische Aufgabe sein, wie groß muss die Kugel in der Mitte sein, damit sie gerade nicht mehr durch die Löcher durchpasst. Der Radius muss eigentlich so groß sein wie die halbe Seitenlänge des Würfels. Also Sphäre 30. Das sollte hinhauen und dann ist es nämlich unten auch genau auf der Platte drauf. Ja, ist unten auch genau bündig, dadurch lässt sich es drucken, wobei die Auflagefläche hier halt schon arg klein ist und wenn wir die Auflösung noch vergrößern, was man bei so einer kleinen Kugel vielleicht durchaus tun sollte, $FN gleich 100, ja, damit wird sie schon sehr fein, dann habe ich halt nicht mehr genügend Auflagefläche, dann kullert die weg. Also in dem Fall kann man es schon drucken, aber man muss beim Drucken Stützmaterial mitdrucken, dann entsteht hier so ein kleiner Sockel für die Kugel und dadurch rollt die nicht weg. Der wirkt sich aufs Rendering auch aus, ja. Nicht nur für die Ansicht hier. Ja. Womit wir aber auch schon beim Rendering wären. Das Rendering, wenn ich jetzt sage, das gefällt mir so, das möchte ich ganz gerne so ausdrucken, dann kann man F6 drücken. Das dauert dann ein bisschen länger, je nachdem wie viele runde Flächen drin sind. Braucht dann schon ein bisschen, um da genügend Dreiecke unterzubringen und Beschreibungen der Oberflächen zu generieren. Ja, bei $FN gleich 100, bei Kugeln ist schon einiges zu rechnen. Bei der ausgefrästen Kugel ist es jetzt nicht so viel, da habe ich die Auflösung nicht so hoch gemacht, nur bei der Kugel innen drin, weil man das dort sieht, die Oberfläche, wenn die nicht richtig rund ist, da wollte ich schon etwas höhere Auflösung haben. Ja, da kann es jetzt eine Weile dauern. Hier unten sieht man so einen ungefähren Fortschrittsbalken, wobei der nicht wirklich präzise ist. Der bleibt manchmal 2 Stunden auf 0 stehen und dann geht er in den letzten 5 Minuten plötzlich auf 1000 hoch. Ja, genau, das ist wohl eher die Anzahl der Zwischenschritte, die er machen muss. Und das erste, das Mesh-Generieren, das dauert üblicherweise sehr lange. Und später die Oberflächen darzustellen, geht recht schnell. Ja, und wenn ich F6 gedrückt habe, dann kann ich es als STL exportieren. Ja, Knoppix-Tage1.stl, das passt schon. Das Exportieren geht üblicherweise sehr schnell. Und diese STL-Datei, die kann ich jetzt in den Slicer laden. Slicer. Müsste eigentlich unter Grafik sein. Bei mir habe ich, glaube ich, eine experimentelle Version auf dem System drauf. Die ist woanders untergebracht. Und damit lade ich die STL-Datei jetzt einfach mal in den Slicer rein, um zu schauen, was der machen muss, damit man das auch tatsächlich drucken kann. Das ist in meinem Heimverzeichnis Knoppix-Tage1.stl.
Ja, das ist jetzt also im Slicer. Ja, die Kugel sitzt so sachte unten auf der Platte auf. So kann man es aber nicht drucken. Hier muss ich jetzt also sagen, bitte mach mir Stützmaterial unten drunter. Generate Support Material. Wenn man das auf Null lässt, klappt es normalerweise ganz gut, dass er die Dinge, die problematisch sind mit Überhängen, quasi unterkellert mit Stützmaterial. Abstand zwischen Stützmaterial und gedrucktem 0,2. Bei PLA nehme ich ganz gerne mal 0,1. Das sitzt dann etwas dichter auf, lässt sich aber immer noch gut abbrechen. So, und dann lasse ich mir den G-Code herstellen. Auch das kann wieder ein Weilchen dauern. Jetzt muss der Slicer nämlich wirklich einzelne Bahnen, einzelne Befehle generieren, die diesen Würfel mit der Kugel innen drin produzieren und sich auch Stützmaterial ausdenken, das an der richtigen Stelle sitzt, damit der Würfel oder die Kugel nicht wegrollt während dem Drucken. Ja, den Slicer sehen wir uns in den Grundeinstellungen ja sowieso auch nochmal an. Gut, beziehungsweise nicht gut, die Kugel ist nicht gut abgestützt. Ah, ist aber auch nicht fertig mit dem Exportieren. Kann sein, dass da noch das Stützmaterial dazukommt. Na, da fehlt mir aber das Stützmaterial. In dem Fall würde ich sagen, Stützmaterial forcieren für die ersten 20 Layer. Damit müsste die Kugel einen ordentlichen Sockel haben. So. G-Code. Aus wie vielen Ebenen besteht dieses? Das kann man hier auf der rechten Seite sehen, sobald er mit dem Rendering fertig ist. In der 2D-Ansicht kann man hier übrigens verschieben, dass es an der richtigen Stelle der Platte sitzt. Standardmäßig ist es immer zentriert. Unter Layers sieht man dann die einzelnen Schichten und kann sie hochzählen. So. Ja, jetzt hat er die Außenhülle fertig. Jetzt generiert er das Supportmaterial, also den Sockel für die Kugel. Hoffentlich diesmal was Ordentliches. In den Slicer, aber den Slicer machen wir dann zusammen. Ja, der hat ja noch Einstellungen, der fragt am Anfang, wie groß die Düse ist und so. Da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich mache das jetzt nur als Beispiel, damit wir vielleicht schon was für den Drucker haben. Ja, hier sieht man jetzt das Stützmaterial, wo die Kugel drauf liegt. Der druckt also so ein kleines Kissen, wo dann die einzelnen unteren Schichten der Kugel draufkommen. Ich habe ihm gesagt, 20 Layer darf er machen für Stützmaterial und dann muss die Kugel von alleine halten. So, und Layer, das ist jetzt in 0,3 mm Schritten, 60 geteilt durch 0,3 sind 200, kann das sein? Müssten also 200 Schichten sein, die er hier drucken muss. Und das kann ich jetzt auf meinen Drucker hochladen. Jo. Und solange er berechnet, wie lange das dauern wird, machen wir Viertelstunde? Ja. Ja, Viertelstunde Pause. Andere Sachen auch drucken können. So, Smooth Edges, Knoppix Tage, STL.
So, das ist eine Vorlage, die kommt ursprünglich von dieser Thingiverse-Webseite, das Gyroskop, was wir alle hier schon bewundert haben. Dazu habe ich als kleine Erweiterung die Ecken abgerundet, so bleibt es nicht so einfach hängen, wenn es sich etwas ungleichmäßig gedruckt hat. Und die Beschriftung als Vorschleife, wo man hier den Text eintragen kann, dass man die einzelnen Ringe auch beschriften kann und das dann sozusagen als Werbegimmick rausgeben kann. Auf der Unterseite ist es dann glatt, sodass es plan aufliegt. Das würde ich jetzt mal auf unseren RF1000 schicken. Es müsste sich relativ schnell drucken lassen. Als STL gespeichert habe ich es schon. Aber ich muss es natürlich noch für den Drucker in PLA rendern. So, erstmal alles löschen. PLA. So, Add. Format. Ja, das hat eigentlich eine gute Größe. Ja. Hier sieht man übrigens auch, dass es Drucker gibt, wo der Druckkopf im Nullpunkt außerhalb von der Druckplatte ist. Das ist dann von Vorteil, wenn der bei der Aufheizphase so ein bisschen Filament verliert, das dann nicht auf der Platte landen soll, sondern unten in so einen Auffangkorb reinkommt. Das soll nach Möglichkeit ohne Schürze gedruckt werden. Wie gesagt, die einzelnen Parameter gehen wir später, wenn wir zum Slicer kommen, noch durch. Okay, und PLA-Filament ist schon drin. Das ist aber der falsche Drucker. RF1004. Ja, 3,15 mm. Ja, hier kann ich übrigens, da war vorhin die Frage, wie kann man so das Material, wie dicht es zusammengepackt wird, beeinflussen. Das kann ich hier durchaus messen, der Filamentgröße im Zusammenhang mit der Größe von der Düse festlegen. Die Größe der Düse, die sollte man schon genau angeben, aber bei Filament-Settings kann man etwas tricksen. Standardmäßig ist das Filament 3 mm breit bei dem großen Drucker. Wenn ich hier angebe, es wäre 3,15 mm breit, dann schiebt er etwas weniger raus. Ja, weil mehr Material heißt, ich muss weniger davon rausschieben. Und dadurch wird die Druckstruktur bei dieser Art von Filament etwas präziser und er macht weniger Dreck am Rand von dem Filament, lässt etwas mehr Zwischenräume. Das ist ganz praktisch. Manchmal muss man es auch umgekehrt machen. Wenn das Filament sehr hart ist und sich beim Drucken verformt, kann man hier runtergehen, sodass er dann mehr Filament rausschiebt, was dann im Kopf stärker verflüssigt wird und sich später besser angleicht. Das sind alles Werte, die man durch Experimentieren herausfindet. Die Temperaturen natürlich auch, also welches Filament mit welcher Temperatur am besten fließt und sich nicht zu stark verformt, sind alles so Erfahrungswerte. Die Genauigkeit mit der Layerhöhe bestimmt dann, wie präzise die Bauteile sind, und bei dem Gyroskop kann man was Grobes nehmen, das soll ja auch schnell fertig sein. Gut, exportieren, Knoppix-Tage für RF1000 in PLA. Wird gerendert. Gesundheit, Aufnahme läuft übrigens noch. So. Solange das kompiliert, können wir ja mal einfach weitermachen. Die Differenz hatten wir ja schon. Wir merken uns mal das Aussehen von diesem Objekt. Was hier etwas unangenehm auffällt, sind diese scharfkantigen Ränder, die sich durch das Ausschneiden der Kugel einfach ergeben haben. Ja, hier an dieser Stelle einerseits schwer zu drucken, so eine scharfe Kante.
Und auf der anderen Seite könnte man sich daran verletzen. Da gibt es ein paar Funktionen in OpenSCAD, die dazu dienen, Objekte abzurunden, sodass man weniger Arbeit mit dem Programmieren hat und später bessere Ergebnisse beim Drucken. Ja, jetzt haben wir also ein bisschen Mengenlehre gemacht, die Schnittmenge kennengelernt, die Differenz kennengelernt, die Summe können wir eh, wir schreiben was hintereinander und es wird die Summe gebildet. Ja, jetzt können wir noch zu einem weiteren Objekt kommen, was wir noch nicht hatten, aber an dem UFO draußen eben gesehen haben. Das ist der Zylinder. Zylinder, auf Englisch Zylinder, nur etwas anders geschrieben. Standardmäßig ist es wieder so, Zylinder ohne Parameter macht einen 1 mm großen Zylinder sehr, sehr klein und auch kantig, weil die runden Sachen wieder nicht mit genügend Dreiecken gerendert werden. Hier kann man jetzt mehrere Sachen angeben. Ein Zylinder hat auf der einen Seite einen Radius für die Ober- und Unterseite. R1 nehmen wir mal 20, R2 ebenfalls 20. Ja, Höhe bleibt bei 1, dadurch haben wir jetzt eine schöne Scheibe, könnte man als Geldmünze oder sowas verwenden, ein Chip für den Einkaufswagen. Letzten in der Pädagogik haben die Kids Autodromchips gedruckt in Wien. Okay. Ja, so kann man Kindern das Programmieren auch schmackhaft machen. Ja, wir drucken jetzt Chips, die genau in den Automaten reinpassen. Gut. Das ist okay. Und die Höhe kann man. Ja, und die Höhe kann man auch angeben. Die setze ich mal auf 10. Ja, dadurch habe ich jetzt so ein kleines Rad erzeugt. Ja, was wir hier das erste Mal sehen, sind die sogenannten positionalen Parameter. Man kann nämlich diese R und H auch weglassen. Wenn man die in der richtigen Reihenfolge schreibt, die Zahlen, dann werden die entsprechenden Variablen durch die Zahlen belegt, auch ohne, dass ich die mit den Abkürzungen kennzeichne. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die aussehen. Ja, also die Reihenfolge wäre standardmäßig beim Zylinder die Höhe, dann Radius oder Durchmesser und dann, ob er zentriert sein soll, true oder false. Ja, das heißt, wenn ich nur schreibe 10, 20, true, dann würde er einen 10 Einheiten hohen, 20 Einheiten breiten Zylinder drucken und den am Bildschirm zentrieren. Ich kann aber diese Variablen auch angeben, ja, mit H ist gleich, R1 ist gleich, R2 ist gleich und so auch unabhängig von der Reihenfolge festlegen, welche Variable wie gesetzt werden soll. Ja, ich verwende meistens diese Syntax, weil man daran genau sehen kann, was wo verändert wird am Zylinder, also mit Höhe, Radius 1, Radius 2 oder Durchmesser 1, Durchmesser 2 und dann auch meistens zentriert. Ja, dadurch, dass wir zwei Radien haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das nicht als Zylinder, sondern auch als anderes Objekt zu gestalten, zum Beispiel als einen Kegel. Ja, da muss ich den zweiten Radius, also den oberen, einfach etwas kleiner machen. Ja, zum Beispiel statt der 20 mache ich einen 10, dann bekomme ich einen schönen Kegelschnitt. Oder ich lasse ihn sogar auf 0, dann bekomme ich einen Spitzenkegel. Und damit kann man so Sachen wie das UFO machen, indem man auf diesen Kegel noch eine Kugel oben drauf setzt. Ja, das wäre jetzt, wo wir fast alle Körper zusammen haben, eigentlich die nächste Überlegung. Wie setze ich jetzt aus diesen Grundformen was Eigenes zusammen? Ich kann jetzt addieren, subtrahieren, ich kann also in diesen Kegel zum Beispiel ein Loch in die Mitte bohren und eine Achse befestigen. Differenz. Erster Zylinder minus zweiter Zylinder. Zylinder R ist gleich, was hatten wir, 10, dann machen wir hier 5 und H gleich etwas größer, 4,1. Dadurch entsteht im ersten Zylinder eine Bohrung.
Ja, das könnten wir jetzt zum Beispiel als Sockel verwenden, als Kerzenständer oder ähnliches. Was hier etwas unangenehm auffällt, ist diese flimmernde Fläche auf der Unterseite. Ja, woher könnte das kommen? Ja, wenn man von oben durchguckt, sieht man auch, die verschwindet manchmal, manchmal ist sie auch noch da. Ja, was könnte das sein? Nee, eigentlich nicht. Die Differenz stimmt. Aber die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, ist, beide Zylinder setzen genau auf der Nullebene auf. Muss da jetzt Material sein oder nicht? Ja, wir haben einen Zylinder, der da ist, und wir haben einen Zylinder, der fehlt. Wir haben also in der untersten Ebene einen Widerspruch. Wir haben etwas, was da ist und gleichzeitig nicht da ist. Und das stellt OpenSCAD tatsächlich durch so flimmernde Flächen dar. Hier müsste ich die Bohrung tatsächlich ein Stückchen nach unten verschieben, um wirklich präzise zu sagen, da ist der erste Kegel nach unten durchgebohrt. Ja, das heißt, das zweite müsste ich verschieben und da kommt schon der Verschiebebefehl Translate. Und hier wieder die vier Koordinaten, 0 in X-Richtung, 0 in Y-Richtung, aber minus 0,5 in Z-Richtung. Und so verschiebe ich den zweiten Zylinder gegenüber dem ersten und jetzt habe ich ein sauberes Loch auf der Unterseite. Kann man den Zylinder waagrecht legen? Ja. Den kann man auch waagrecht legen, indem man ihn rotiert. Das wäre das nächste Transformationskommando. Schreiben wir uns die Transformationskommandos am besten einmal auf. Zylinderwahlweise mit unterschiedlichen Radien von oben und unten. Ein Loch in der Mitte. Zweiter Zylinder, der um jeweils 0,5 mm aus dem ersten herausragt. Ja. Kommentiere ich auch erstmal wieder aus. Ja, und die Frage war jetzt, was mache ich, wenn ich diesen Zylinder drehen will? Also wieder Zylinder. Der R gleich 10, H gleich 20. Ja, und den möchte ich jetzt nach rechts drehen. Ein Rad vom Auto zum Beispiel. Nach rechts drehen. Drehen heißt auf Englisch Rotate, genau, das Prinzip ist klar. Rotate und hier gebe ich jetzt als Vektor an, um welche Achse ich wie viel Grad rotieren will. Der erste Wert also, um wie viel Grad möchte ich um die X-Achse rotieren. Das könnte ich hier machen, um den Zylinder zu drehen. Dankeschön. Oh. Ah, wie lange machen wir eigentlich noch? Open End? Ja. 17 Uhr. Ja, 17 Uhr ist schon vorbei. Dann machen wir 18 Uhr oder? Bis morgen früh, durch. Ja, super, bin dabei. Halb lang wäre die Ausstellung zu öffnen. Ach so. Ah, okay. Okay, also bis 7. Nee, da würde ich sagen, machen wir OpenSCAD noch so weit fertig, dass wir die wichtigsten Translationen, Transformationen und so weiter haben und vielleicht auch noch die Rotation und die etwas komplexeren Sachen. Dann kann man morgen ein bisschen damit weiterspielen. Und 6 Uhr wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke mal 6 Uhr machen wir unser Limit, unser Deadline. Ja. Länger machen wir nicht. Ein ganz kurzer Einwurf. Ja. Mein Vortrag wäre genau zur Begräbniszeit morgen. Das heißt, ich möchte in der Früh starten. Okay, machen wir. Ja, okay. Alles klar. Morgen starte ich in der Früh. Okay. Okay, bis morgen. So, also wir könnten um die X-Achse rotieren lassen. Mache ich jetzt nicht. Ich lasse ihn um die Y rotieren und zwar um 90 Grad. Dadurch kippt dann der Zylinder nach rechts. Und in der Z-Richtung brauche ich gar nicht zu rotieren. Das würde auch in dem Fall nichts bringen, weil das ja ein rotationssymmetrischer Zylinder ist. Also da lassen wir es auf 0 und dahinter den Zylinder. Ja, hier sieht man auch das Verfahren, das man aus anderen Programmiersprachen vielleicht nicht so kennt, dass ein Befehl auf einen weiteren Befehl wirkt. Wenn man das Semikolon zwischen beiden Befehlen weglässt, bedeutet das, rotiere um 90 Grad Y den nachfolgenden Zylinder. Wenn man solche Funktionen selber programmieren will, dann wird da die Funktion Children oder Child verwendet und damit kann man auf den nachfolgenden Körper etwas wirken lassen. Ich kann also diesen Zylinder jetzt drehen lassen. Mit Translate könnte ich ihn zusätzlich verschieben.
Und da spielt jetzt die Reihenfolge eine Rolle. Wenn ich zuerst drehe und dann verschiebe, ja, dann ist die Verschiebung als letztes, dann habe ich den gedrehten Körper also verschoben. Wenn ich erst verschiebe und dann drehe, dann kann es passieren, dass der Körper irgendwo ganz weit oben landet oder links oder rechts, weil der dann ja schon so weit geschoben ist, dass diese Rotation eine viel stärkere Wirkung hat. Also man wird es in der Regel so machen, dass man alle Körper erstmal in der Mitte des Koordinatensystems zentriert, also mit Center gleich True, und dann rotiert, damit hat man die richtige Richtung hergestellt, und dann ganz am Schluss verschiebt an die Stelle, wo man das Objekt haben möchte. Ja, also Tipp, so ist es am praktischsten. Zylinder erst um 90 Grad drehen, um die Y-Achse drehen, dann um, ja, sag ich mal 100 in X-Richtung verschieben. Ja, also erst Rotate, dann Translate, das heißt, das Translate wirkt auf den bereits rotierten Zylinder und muss daher vor das Rotate. Translate, 100 in X-Richtung, 0 in Y, 0 in Z-Richtung. Ja, kann es auch ein bisschen schachteln, dass man es besser sehen kann. Dann das Rotate und ganz am Schluss der Zylinder. So, da ist er. Ja, also der wurde jetzt um die Y-Achse rotiert und damit quasi flach gelegt und anschließend um 100 in X-Richtung verschoben. Ja. Mit dem Translate und Rotate kann man eigentlich alles schon abbilden, was man braucht, um Dinge in dem Koordinatensystem zu drehen, zu verschieben, zu positionieren. Das heißt, die Befehle, die wir jetzt hatten, reicht schon, um die meisten Körper zusammenzusetzen aus einfachen Bausteinen. Theoretisch könnte man jetzt sagen, na gut, machen wir alles mit Klötzchen, wie bei Minecraft oder so. Aber natürlich gibt es auch ein paar Komfortfunktionen, die ganz praktisch kommen, wenn man sie kennt. Zum Beispiel, um etwas, einen zweidimensionalen Körper dreidimensional zu machen. Ich muss mal gucken, wo wir in dem OpenSCAD-Tutorial gerade sind. Den Zylinder hatten wir. Ah, das sollte man vielleicht vorher noch machen, obwohl wir da jetzt kein Beispiel zu machen müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, aus einer Punktwolke, das ist also immer x, y und z Koordinate, Punkt 0, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, mit den jeweiligen x, y und z Koordinaten, aus diesem Ding ein Objekt zusammenzusetzen. Hier wird dann nämlich im zweiten Schritt gesagt, welche Fläche aus welchen Punkten gebildet wird, wobei sich die Zahlen hier auf den Index in dem Array beziehen. Ne? Punkt 0, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 mit den jeweiligen Koordinaten taucht hier unten wieder auf als Eckpunkt einer Fläche. Ja? Das sind also die Flächen eines Körpers und die Zahlen hier drin beziehen sich auf die Punkte, die man vorher festgelegt hat. Und die Funktion Polyhedron, zu Deutsch Polyeder, die macht aus Punkten und durch die Punkte definierte Flächen einen solchen Körper. Den hätten wir jetzt auch mit der Cube-Funktion locker hinbekommen, sogar viel einfacher. Aber zum Beispiel eine Pyramide. Ja, eine Pyramide mit vier Punkten unten, einem Punkt oben, kann man mit einem solchen Polyhedron einfacher herstellen, als wenn ich jetzt viele Würfel nehme, übereinander stapel oder versuche, einen Zylinder so zu formen, dass er eine Pyramide ergibt. Damit kann man also auch Körper machen, die durch ihre Eckpunkte definiert sind. Eine kleine Besonderheit ist hier, habe ich das hier angegeben, Punkte im Raum festgelegt, Flächen, ja, das fehlt noch, müsste ich noch ergänzen. Bei der Definition der Flächen muss man etwas aufpassen. Für das Rendering im Preview spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge diese Eckpunkte angegeben sind. Wenn man eine STL-Datei generieren möchte, dann muss die STL-Datei wissen, was ist innen und was ist außen. Und da ist festgelegt, dass die Punkte im Uhrzeigersinn gelesen die Außenfläche ergeben. Ja, wenn das also Punkt 0, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 sind,
Ja, wenn die im Uhrzeigersinn gelesen werden, dann ist das hier außen und die andere Seite ist innen. Ja, und darauf muss man dann bei diesen Polyedern achten, dass das, was im Polyeder sein soll, auch tatsächlich dann gegen den Uhrzeigersinn die Punkte sind. Und alles, was außen im Polyeder sind, da werden die Punkte im Uhrzeigersinn gezählt. Also bei der Reihenfolge hier der Punkte, bei der Flächendefinition immer ein bisschen aufpassen, dass die Punkte hier im Uhrzeigersinn die Außenfläche ergeben. So, bei den Transformationen haben wir jetzt eigentlich schon das Wichtigste kennengelernt. Verschieben von Körpern gegeneinander mit Translate vor dem jeweiligen Objekt angegeben, macht eine Verschiebung. Man kann auch mehrere Sachen gleichzeitig verschieben, indem man klammert mit geschweiften Klammern. Ja, hier wird die Kugel und der Kubus, der Würfel gleichzeitig verschoben, indem hinter das Translate geschweifte Klammer auf, dann die beiden Objekte und geschweifte Klammer zu angegeben wird. Hier sieht man die Rotation. Ja, hier wird ein grüner Würfel, Color Green, ist nur für die Darstellung auf dem Bildschirm. Das hat mit dem Filament nichts zu tun. Damit kann ich also keine Farben im Ausdruck festlegen. Die STL-Dateien sind im Prinzip immer farblos. Da kann ich es aber am Bildschirm markieren. Hier wird der grüne Würfel normal gezeichnet und der gelbe Würfel wird um 45 Grad gegenüber dem grünen Würfel rotiert. Zweites Mal der gleiche Cube mit 40, aber der zweite wird rotiert. Hier haben wir wieder den Effekt, dass wir eine doppelte Fläche haben, die gehört einmal zu dem grünen und einmal zu dem gelben Würfel. Das ist an der Stelle jetzt nicht so schlimm, nur bei Ausschnitten, wenn also Subtraktion gemacht wird, dann sollte man darauf achten, dass man keine Doppeldeutigkeiten hat, sonst weiß der Slicer nachher nicht, ob eine Fläche gefüllt ist oder leer, wenn an der gleichen Stelle ein Objekt und gleichzeitig ein abgezogenes Objekt stehen sollte. Ja, also hier haben wir die Translation und die Rotation nochmal im Tutorial drin. Ja, hier sind ein paar geschachtelte Operationen auf Körper. Da haben wir Mirror. Mirror spiegelt an einer oder mehrerer Achsen. Da muss man nur angeben, an welcher Achse gespiegelt wird. 1 spiegelt an X- und an Y-Achse. Eine Z-Achse wird nicht gespiegelt hier. Dann wird verschoben in Z-Richtung. Dann wird verschoben nochmal in Z-Richtung, aber umgekehrt. Und was wird verschoben? Eine skalierte Kugel, Scale, kann also in alle drei Raumrichtungen skalieren, vergrößern oder verkleinern. Hier wird die Kugel also gleichmäßig in alle Raumrichtungen um 1,5 vergrößert. Das ist ganz praktisch, wenn man ein Objekt schon definiert hat und möchte das jetzt in der Größe verändern. Scale. Ja, und dann gibt es noch einen rotierten Würfel. Also hier in dem Beispiel sieht man ganz viele dieser Translationen und Rotationen, die gehäuft dargestellt werden. Schnittmenge und Differenz hatten wir bereits. Das ist noch so ein kleiner Trick, ein Objekt transparent darstellen, auch wenn es eigentlich abgezogen wird. Wenn man versucht, sich zu erklären, warum an bestimmten Stellen der Grafik Löcher sind, kann man einfach ein Doppelkreuz vor die jeweilige Anweisung stellen und so wird das Objekt transparent wieder sichtbar, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht da ist. Ja, Vorschleifen mache ich erstmal nur ganz kurz. Morgen können wir dann komplexere Beispiele dazu machen. Vorschleifen sehen total anders aus als in Java oder anderen Programmiersprachen. Hier wird nämlich ein Bereich angegeben, von dem eine Variable von bis wandern kann. Ja, hier wird also x von 0 bis 3 gezählt, jeweils mit Abstand 1 dazwischen. Hier wird die y-Variable ebenfalls von 0 bis 3 gezählt, also insgesamt sind es 4 Schritte. Und dann wird ein Translate gemacht, x mal 25, y mal 25, Cube von 20 und durch diese beiden verschachtelten Schleifen entsteht eine Fläche aus Würfeln. Wenn man einzelne Elemente weglassen will, dann haben wir hier x, y und z gleichzeitig gesetzt. Auch das ist eine Besonderheit der Vorschleife in OpenSCAD, dass man mehrere Variablen gleichzeitig hochzählen kann, ohne jetzt Vorschleifen verschachtelt schreiben zu müssen. Da wird jetzt gesagt, wenn x mal y mal z modulo 2 0 ergibt, nur dann wird ein Würfel gezeichnet. Das sorgt dafür, dass einige Elemente dieser merkwürdigen Konstruktion hier ausgespart werden. Gut, damit kommen wir zu den komplexeren Transformationen, die eigentlich mehr oder weniger unnötig sind, weil man die durch andere simulieren kann, zum Beispiel durch Vorschleifen, die dann einen Körper mehrfach zeichnen.
aber mitunter doch ganz praktisch. Zum Beispiel der Würfel mit abgerundeten Ecken besteht aus einem Cube, um den eine Kugel rotieren gelassen wird sozusagen. Diese Sphäre, die läuft auf der Würfeloberfläche in allen Raumrichtungen rum, bis sich dadurch eine Hülle um den Würfel ergibt. Und hier sieht man nur den Rand von der Kugel jeweils an den Ecken. An den anderen Stellen ergibt sich wieder eine Fläche. So praktisch das aussieht, hat es zwei kleine Nachteile. Einmal vergrößert sich der Würfel um den Radius dieser Kugel, und zwar in alle Raumrichtungen. Ja, der vergrößert sich also um 1 Zentimeter. Der wächst durch diese Operation. Und der zweite Nachteil ist, diese Funktion Minkowski, die ist furchtbar gruselig langsam. Wenn man hier die Auflösung verändert von der Sphäre, ne, zum Beispiel irgendwas, was größer ist als $FN gleich 8, dann kann man stundenlang warten, bis es fertig ist. Möchte man die Kanten lediglich anschrägen, dann kann man mit Absicht eine zu kleine Kugel wählen, also mit $FN gleich 4, und dann macht er nur so abgeschrägte Ränder. Dafür geht es dann relativ flott, weil er nicht so viele Dreiecke berechnen muss. Also Minkowski dient dazu, um den ersten Körper, einen zweiten Körper drumherum laufen zu lassen und nur die Eckpunkte dieses Körpers dann auf der Außenfläche darzustellen. Sehr langsame Funktion, und wenn man die einsetzt, sollte man für die Maßgenauigkeit berücksichtigen, dass man erstmal diese 2x5 von dem Cube abzieht, also der müsste dann nur Größe 15 haben, und dadurch ergibt sich dann, nachdem die Sphäre drumherum gelaufen ist, wieder ein Würfel mit Kantenlänge 25, wo die Ecken aber abgerundet sind. Ja, so kann man scharfkantige Gegenstände abrunden, muss aber dann dabei immer die wachsende Größe berücksichtigen. Ja, eine andere Funktion, die deutlich schneller ist, überraschenderweise, obwohl die genauso komplex ist, ist die Hüllenfunktion, Hull. Hull zieht eine Folie über Körper. Hier haben wir 3 Zylinder, die sind hier in Orange dargestellt. Diese 3 Zylinder werden positioniert mit den Translate-Kommandos 000, 1000, 150. Ja, also im Koordinatensystem an 3 Ecken, und dann wird eine Hülle über diese Zylinder drüber gezogen mit der Hull-Funktion. Ja, dadurch ergibt sich ein neues Objekt. Genau, so sieht's aus. Ja, man sieht ja auch keine Zylinder drin, obwohl es transparent ist, weil er ja wirklich nur die Außenform macht, und innen drin ist normalerweise immer alles gefüllt. Ja, das ist also das Ergebnis von dieser Hüllenfunktion um 3 Zylinder. Damit kann ich eben solche Objekte machen, die auf andere Weise doch relativ kompliziert herzustellen gewesen wären. Ja, also einfach um etwas eine Hülle ziehen. Aber die Innenstützen? Die werden, klar, das ist normalerweise komplett gefüllt zu 100%, und beim Slicer sage ich dann, bitte machen Bienenwabenmuster rein mit so und so viel Prozent Füllmenge. Wie gesagt, das behandeln wir dann, wenn wir zum Slicer kommen. Ja, eine andere sehr interessante Funktion ist rotationssymmetrische Körper. Hier braucht man erstmal ein 2D-Objekt. Der Circle ist das Gegenstück zur Kugel. Ja, Circle ist ein 2D-Objekt, ein Kreis, was zunächst mal mit Translate 50-20 etwas vom Mittelpunkt aus verschoben wird. Und das Rotate-Extrude, was hier keine Parameter besitzt, das lässt diesen Kreis dann immer um die Z-Achse rotieren. So ergibt sich dann tatsächlich ein Torus, ja, also mathematisch Torus, also ein Ring, den man an andere Sachen wieder dran setzen kann. Und möchte man den Ring jetzt nicht um die Z-Achse rotieren lassen, sondern anders, muss man ihn trotzdem erst um die Z-Achse rotieren lassen, und dann später mit Rotate kann man ihn wieder in andere Richtungen drehen. Ja, also mit Rotate Extrude kann man schöne rotationssymmetrische Körper machen, für Blumenvasen zum Beispiel ganz gut geeignet, wobei dafür auch die nächste Funktion des Linear Extrude sehr gut geeignet ist. Das hat nämlich auch einen Parameter, wo man was verdrehen kann. Linear Extrude zieht ein 2D-Objekt von der Grundplatte aus nach oben, virtuell natürlich, nicht in echt, und erzeugt dadurch einen neuen Körper, der aus einem 2D-Objekt besteht, was nach oben gezogen wurde. Das 2D-Objekt mache ich hier aus einem Kreis und einem Quadrat, also wirklich 2D-Objekte. Ja, ein Kreis mit Radius 15 und ein Quadrat mit Seitenlänge 23. Die werden ein Stückchen gegeneinander rotieren gelassen, verschoben,
und anschließend eine Hülle drumherum gezeichnet. Dadurch entsteht halt so ein Kreis mit einer Ecke drin. Und diesen Kreis mit einer Ecke drin ziehe ich mit Linear Extrude um 50 Einheiten nach oben. Ja, also das ist 50 nach oben hoch. Das Ganze wird an der Mitte zentriert und während es hochgezogen wird um 120 Grad verdreht. Ja, über die gesamte Höhe, genau. Ja, Slice ist gleich 40, sagt, wie viele Zwischenberechnungen er starten soll. Je mehr Slice ist, desto sauberer abgerundet wird das in der Darstellung und auch später im Rendering. Ja, also im Endeffekt wird man, wenn man das macht, eher so 100 oder so verwenden. Und das, was dabei rauskommt, ist dann dieses hier. Ja, es hat keinen wirklichen Nutzen, aber sieht spannend aus und erklärt halt, wie es funktioniert. Wofür kann man das verwenden? Das Linear Extrude ist vor allem daher interessant, dass man Dinge von 2D nach 3D sehr leicht wandeln kann. Zum Beispiel den Text Hallo Welt. OpenSCAD hat eine schöne Textfunktion. Ja, die heißt einfach Text und innen rein schreibt man, was man gerne als Text darstellen möchte. Man kann ja auch den Zeichensatz angeben. Das muss irgendein Zeichensatz sein, der auf dem Rechner installiert ist mit dem jeweiligen Namen. Sans Serif gibt es meines Wissens auf allen Betriebssystemen. Style gleich Bold macht das in Fettdruck. Und da sucht man sich eine spannende Schrift raus, sagt dann noch, in welcher Größe diese Schrift dargestellt werden soll und wie es positioniert wird. Bei Schrift haben wir horizontales Alignment und vertikales Alignment, also H-Align und V-Align für die Zentrierung des Textes. Und um die Kanten wieder abzurunden, kann man auch hier ein $FN angeben, obwohl das hier jetzt nicht wirklich mit Dreiecken gemacht wird. Nein, in der 2D-Ebene möglicherweise schon. Das sieht jetzt schon so aus, als wäre es 3D, ist es aber noch nicht. Text ist eine 2D-Funktion, die macht zunächst mal nichts anderes als eine zweidimensionale Grafik. Dasselbe, was ich mit dem Import eines Bildes erreicht hätte. Und jetzt kommt das Linear Extrude dazu. Ja, also der einzige Unterschied zwischen dem hier oben und dem hier unten ist das Linear Extrude mit einer Höhe von 5 und das zieht den Text jetzt um 5 Einheiten nach oben aus der, über die Z-Achse heraus. Und so kann ich dreidimensionale Schriften generieren über Linear Extrude und zum Beispiel Schlüsselanhänger machen oder Beschriftungen für Objekte, die ich dann mit anderen Objekten kombiniere. Wenn ich das rotieren lasse, kann ich es um Flaschen oder um Kaffeetassen herumbiegen oder auch verzerren mit Scale in alle Raumrichtungen und den jeweiligen Körpern anpassen und oben drauf setzen. Ja. Eine Funktion, die ich erst kürzlich kennengelernt habe, ist die, um PNG-Grafiken zu importieren. Ich glaube, das geht mit Surface, ist auch in der OpenSCAD-Beschreibung, das ist noch nicht im Tutorial drin. Hin und wieder lerne ich ja auch mal was Neues dazu. Surface, wo ist es? Surface, jawohl. Surface ist die Definition einer Oberfläche, die kann als Punktwolke angegeben sein mit X, Y, Z-Koordinaten. Oder als PNG-Datei in Graustufen, wobei die Graustufen dann die Höhe repräsentieren und die sonstige Ausdehnung, die Position der Pixel, ist dann X- und Y-Richtung. Ja? Also X- und Y-Richtung über die Bitmap und die Höhe über die Graustufen dieser Datei. So, wo haben wir? Hier haben wir ein Beispiel. Smiley.png ist ein mit Filzstift gezeichneter Smiley oder was in GIMP, was so mit druckabhängigem Stift gezeichnet wurde und die Graustufen ergeben dann die Höhe. Wenn man das invertieren will, ja, macht man invert gleich true und damit kommt dann nur das Dunkle ist dann am höchsten und das weniger Dunkle am tiefsten. So kann man dann auch Dinge aus zweidimensionalen Grafiken extrudieren und dreidimensional darstellen. Möchte man diese Grundplatte unten drunter noch verhindern, dann würde man dann eine Intersection machen mit einem Cube und damit das untere Teil verschwinden lassen, aber so wie es jetzt ist, kann man es auch drücken, ohne dass die Augen und der Mund auseinanderfallen. Ja, und hier kann ich mit Linear Extrude auch wieder die Höhe festlegen, in der das Ganze extrudiert werden soll.
oder mit Scale die Höhe angeben. Ja, also standardmäßig ist es wohl so, dass die Höhe von 1 verwendet wird für die Graustufen von 0 bis 255 in dem Graustufenbild. Und dann kann ich mit Scale sagen, wie hoch es tatsächlich sein soll. Ja, es lassen sich auch Dateien aus anderen CAD-Programmen mit einbinden, zum Beispiel dieses Sockelprofil, was nur aus einer Hüllkurve besteht, also aus einem zweidimensionalen Objekt, das angibt, wie die Kontur dieses Sockels sein soll. Import DXF, sockelprofil.dxf, also aus AutoCAD oder ähnlichem, importiert eine Hüllkurve und mit Rotate Extrude wird aus diesem zweidimensionalen Objekt dann dieser runde Sockel generiert. Der Pferdekopf wird als STL-Datei importiert, der kommt also aus einem anderen 3D-Programm, könnte ein Computerscan sein von einer Schachfigur oder sowas ähnliches, wird als STL-Datei importiert, um Faktor 3,2 in alle Raumrichtungen vergrößert und mit dem Translate genau an die Stelle positioniert, dass er über dem Sockel sitzt. Ja, und so entsteht aus zwei Objekten aus anderen CAD-Programmen letztendlich eine Schachfigur. Ja, wenn man öfter Funktionen verwendet wie rotieren und verschieben gleichzeitig, dann kann man das als eigene Funktion definieren. Eine Funktion heißt in OpenSCAD ausnahmsweise mal nicht Function, wie das in fast allen anderen Programmiersprachen ist, sondern hier denkt man eher wie ein Maschinenbauer, eine Funktion ist ein Modul und Module kann man dann zusammensetzen zu neuen Dingen. Also Module leitet eine selbstdefinierte Funktion ein und hier kann man dann angeben Variablennamen und die Standardvorbelegung, wie es zu Anfang belegt werden soll. Und in das Modul hinein schreibt man dann, was mit den Variablen passieren soll. Es soll eine Kugel gezeichnet werden mit dem angegebenen Radius und dann soll für die Variablen Rx, Ry und Rz jeweils ein Würfel rotiert werden, um einen bestimmten Radius, jeweils 15 Grad abgestuft und dadurch entsteht auf der Kugel so ein Muster von den Würfelecken, die dann hier rausragen. Ja, eine etwas merkwürdige Form, könnte vielleicht ein Schneeball sein. Aufgerufen wird dieses Modul dann später mit dem Namen des Moduls, Spaceball, und unter Angabe der Parameter Radius oder Seite kann ich die Form dann nachträglich auch noch verändern. Ja, also Definition eigener Funktionen und Module mit Module erleichtert einem später die Arbeit, wenn man zum Beispiel Ringe oder irgendwas, was häufig vorkommt, in dem zu generierenden Objekt verwenden will, dann macht man die Sachen, die öfter vorkommen, als Modul und kopiert dort allen Code rein, den man später mehrfach ausfüllen möchte. Möchte man auf nachfolgende Objekte Einfluss nehmen, dann kann man das mit der Funktion Child, die habe ich vorhin schon kurz erwähnt, tun. Mirror and Show soll ein Objekt einmal anzeigen, aber dann um die X-Achse spiegeln. Ja, Mirror spiegelt um eine Achse. Child ist das Objekt, was auf die Funktion Mirror and Show folgt. Ja, das ist also das Objekt, was gespiegelt wird. Und das zweite ist das gleiche, was dahinter kommt, aber das wird durch das Kommentarzeichen transparent dargestellt und wird nicht gedruckt. So sieht man, wo das Objekt vorher war und wie es nachher aussieht. Und gedruckt wird aber nur das Objekt, was hier oben ist. Ja, also Aufruf wäre dann Mirror and Show und dahinter Sphere oder sowas spiegelt diese Kugel an der X-Achse und zeigt das Originalobjekt nochmal transparent an. Gut, jetzt haben wir also eine ganze Menge gelernt und können eigentlich, sofern ja Zeit haben wir noch ein bisschen, in die Übungsphase reingehen. Das sind die Übungen, die die Studenten nach der ersten Vorlesung OpenSCAD eigentlich selber hinkriegen sollten. Ja, das erste dürfte recht einfach sein. Das zweite kann man sich mit einer Vorschleife vereinfachen. Das hier muss man ein Weilchen überlegen. Ja, Tipp dazu. Hier wurde Minkowski nicht verwendet. Das ist also der Tetraeder, den wir schon gesehen haben. Ja, mit abgerundeten Ecken.
könnte man mit Polyhedron oder und Minkowski zusammen machen, ist es aber nicht. Ja, ist viel einfacher. Bitte? Ja, richtig. Gut. Ja, und dann natürlich die richtigen Objekte in die Ecken setzen. Vier Kugeln, genau, alles schon verraten. Ja, das da ist ein bisschen komplizierter. Ja, da braucht man einige Funktionen. Da kommt der Zylinder vor, da kommt die Kugel vor und da kommt auch der Würfel vor. Das soll ein kleines Podest sein, was innen hohl ist, um Material zu sparen. Und das hier ist ein Schlüsselanhänger und der soll aber als Funktion, also als Modul programmiert werden, wo man dann die Beschriftung in das Modul reinschreibt und es entsteht dann ein Schlüsselanhänger mit der jeweiligen Schrift oben drauf. Das Beispiel dazu liegt draußen auch auf dem Tisch, der dann mit der Ergebnisfunktion auch generiert wurde. Die Gewindestange ist nicht so einfach. Ja, einigen habe ich schon erzählt, wie das gemacht worden ist. Rotate Extrude funktioniert hier nicht, weil Rotate Extrude nicht nach oben zieht. Linear Extrude mit Twist könnte man versuchen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, möglicherweise doch. Ja, müsste man austesten, aber in diesem Beispiel habe ich keins von beiden dieser Extrude-Funktionen verwendet. Vorschleife? Ja, eine Vorschleife kommt vor, ja. Also bei meinem Experiment. Gut, die Pyramide, da muss man sich die Koordinaten überlegen und das hier ist so die Krönung, ein Scharnier, also ein bewegliches Element zu konstruieren und hier die richtigen Parameter zu finden, dass es richtig ineinander greift und sich am Stück drucken lässt, ohne aneinander hängen zu bleiben. Ja, also ich würde sagen, so als Abschluss für heute, entweder die Übungen oder selber was ausdenken und konstruieren. Ich helfe auch gerne mit. Du hattest ja diese Herausforderung an mich, diesen Griff, den ich mir immer noch nicht richtig vorstellen kann, den können wir mal probieren, zusammen zu konstruieren. Und Musterlösungen für die Sachen habe ich natürlich auch da. Aber das meiste ist nicht so schwer. Das Gewinde ist relativ kompliziert und das Scharnier, auch die Pyramide, die dürfte hinzukriegen sein mit den Funktionen, die im Tutorial drinstehen. Ich speichere mal unsere Beispiele ab und lade die auf den Server hoch, das knoppix-tage1.sket. Dann kann man sich es runterladen und gucken, was wir so alles gemacht haben. So, ist hochgeladen. Ah, das wollte ich noch auf den Drucker schicken.
Griff. Genau. Breite, Höhe, Länge. geschätzte 20. Millimeter hoch. Ja, okay. Das sind ja aber schon so 10 cm breit. Ja, hoch bis 8 20. 8 cm genügt, okay. 80. 20 in Y-Richtung und Höhe wäre dann, wie dick es ist, 1 cm. Ach, eineinhalb. Das recht robust ist. Okay. So, am besten schon mal zentriert. Eigentlich eh trivial, ja, glaube ich. Und wenn man jetzt die Ecken abrundet, die oben. Ja, das könnte ich machen, indem ich einen Zylinder dran setze oder ich mache das von vornherein mit Minkowski. Dann würde ich das Minkowski und Rand gleich 1 mm. Also 80 minus Rand, 20 minus Rand, 15 minus Rand und dadurch wird bei Minkowski die Sphäre nachher mit aufgetragen. Ja, und bei es unten soll es ja glatt sein. Okay, dann müsste ich das unten quasi wieder abschneiden. Und halbe müsste gerade sein. Stimmt das noch? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 80 passt. Und unten müsste dann wieder mit Differenz was entfernt werden. Wobei ich das da an der Stelle ja nicht brauche. 15, weil es eh abgezogen wird. Red Cube und Klammer zu. So, das ist jetzt unten platt. Gut, und da sollen jetzt hier links und rechts Löcher rein? Ja, zwei Löcher links und rechts. Okay, das kann ich in die gleiche Difference reinschreiben. Ja, die, eventuell mit dann so ein bisschen eine Ausnehmung, dass man versinkt hat. Aha, das heißt, ich müsste oben dann noch einen Kegel abziehen. Okay. Zylinder.
Wie groß sollen die Bohrungen sein? Ja, das sind 5 mm. Ja, gleich 5 mm. Ja. Ja. Radius oder Durchmesser? Durchmesser wahrscheinlich, ne? Ja, Durchmesser, ja. Okay. Höhe muss dann mindestens so hoch sein wie der Kubus. Also haben wir da, nehmen wir 30, spielt ja keine Rolle. Okay, das wäre jetzt ein Loch in der Mitte halt, H gleich 30. So, das wäre eins in der Mitte, aber das reicht nicht von der Höhe her. H gleich 60, ah, Center gleich True. So, und die sollen aber rechts und links außen sein. Ja, eventuell schräg versetzt, ich weiß nicht, wie Holz sind besser wahrscheinlich, wenn man es schräg versetzt. Ne? Wie schräg versetzt. Ja. Also du meinst hier und hier, links unten und rechts oben? Nee, ja. Ich würde es in der Mitte. Ja. Dass man da und da je ein Loch hat. Hier dachte ich. Und ja, aber achso, du willst zwei machen, oben ja, und unten? Ja. Ah, ja, also insgesamt aber vier. Eben ein bisschen schräg versetzt. Okay. Ja, ja, damit es nicht zu nah beieinander ist. Ja. Okay. Mhm. Das würde sich mit Vorschleifen anbieten. Vor x gleich. Minus. Wie breit ist der Cube? 80. 30. Wenn man das noch anschaut im Verhältnis zu dem Ganzen, scheint das ein bisschen zu schmal zu sein. Wir können auch 2,5 oder 3 cm breit werden. Wenn wir die zwei Löcher mit 5 mm doch auftragen. Ne? Wie jetzt? Das Loch kleiner oder den Griff größer? Den Griff breiter. Aha. Und da lohnt es sich, wenn man das dann parametrisiert macht und genau, nicht nur 20, dann müsste ich hier 30, da war vor 20, 30. Moment, wo ist der Fehler? Die Vorschleife ist noch nicht zu Ende. 30. Translate x, 0,0. So, und das muss aber auch um y versetzt werden. Also vor y gleich schwierig, weil das ja schräg sein soll. Ja, muss nicht, das wäre probieren wir erstmal so. Minus 5 oder minus 10. 10 translate xy. Na, das ist ein bisschen übertrieben. 5. Das hat eigentlich genügend Abstand, würde ich sagen. Ja. Ja. Die Bohrlöcher sind nicht richtig rund. Da könnte man noch mit $FN arbeiten, aber möglicherweise besser außerhalb von den Minkowski. Also hier. Also die Bohrlöcherabstände ist eher, also diese Schrägversetzung ist eher, weil die Gotten, die das angeschraubt wird, innen hohl ist. Ach so. Und dadurch würde es vorteilhafter sein, wenn die Löcher versetzt sind, glaube ich halt. Ja, ich denke mal, dass das so sein wird. Mhm. Sowas? Ja, zum Beispiel. Ja.
Schaut schon sehr gut aus, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch in der Mitte den Abschluss. Ja, und das Versenkte, du wolltest da so schräg für Senkkopf schrauben, ne? Ja. Gut. Da das auch abgezogen wird, machen wir hier doch einfach noch einen zweiten Zylinder mit rein. So, erster Zylinder. D1 gleich so 5. Nö, D1 kann eigentlich 0 sein, D2 gleich 20, H gleich 5, Center gleich True, $FN gleich 40. Der muss aber noch etwas nach oben. Halt, da fehlt was. D1 gleich 1, D2 gleich 20, D1 gleich 5, Zylinder und die runde, die geschweifte Klammer zu. So, ja, der muss nach oben ein Stückchen. Translate 0, 0, 10. Ja, du siehst den Effekt. Ja, das sind sozusagen die Senkkopfbohrer, die jetzt da reingehen. Nehmen wir mal 5. Sieht richtig, wie sie bohren. Ja. 8. So, genau. Na, das könnte noch ein Stückchen mehr. 8,5. Okay. Ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr. 9. Halt, das ist ja verkehrt. Umgekehrt 7. Das ist schon wieder zu viel. Ja, so. Gut, und jetzt wolltest du da noch so ein Loch reinbohren von hier oben, oder? Hier hinten. Wenn man das jetzt an eine Wand schraubt, ja, dann soll man hier hinten, wo du jetzt den Cursor stehen hast, ein... Ach, so eine Aussparung quasi. Ja, genau. Aber dann ist da kein Loch drin, sondern nur so eine Aussparung. Ah, okay. Ja. Muss die exakt kreisrund sein oder halbkreis möglich? Jetzt hat es einen Würfel hinten und fertig. Es geht nur darum, dass man ein Seil oder eine Leine oder irgendwas durchziehen kann. Ah, und okay. Die Ecken sollten natürlich rund sein, damit das nicht abgeschliffen wird. Okay, das heißt, das kommt jetzt... Ich würde ja einfach einen Zylinder abziehen und davon den so verschieben, dass wir die Hälfte etwa abgefräst haben von hier. So. Mal schauen. Zylinder. Aber da hätten wir ja keine Aufgabe. D gleich 10, H gleich 100. So. Das ist natürlich die falsche Stelle. Das muss jetzt um die X-Achse gedreht werden. Rotate 90, 0, 0. Ja, 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 ja. Und Center gleich True. So? So, aber ein bisschen breiter im Verhältnis, also insgesamt. Ne? Breiter, okay, D gleich 20, dann muss es aber ein Stückchen weiter translate in Y-Richtung verschoben werden. 0,
5, 0. Okay, das ist jetzt von der Breite her okay, aber natürlich zu groß. Oh, falsche Richtung. Das muss in Z-Richtung verschoben werden. Also der Zylinder ist 2 cm dick und verschoben um 10 nach oben. Die Platte ist, das müssten 5 mm sein. Das ist aber, glaube ich, zu wenig. Minus 5. Das ist wiederum zu viel, oder? Das ist zu viel. Ja. Ach so, das soll breiter sein. Ja, breiter sein. Ach so, okay. Dann hätte ich in der Tat eigentlich lieber so einen Cube genommen. Dann haben wir so eine. Ja, ja, ja. Ich dachte, da soll so ein Seil durch oder so, also irgendwas. Ja, aber auch möglicherweise auch ein Rand. Ja. So, jetzt ist das Material oben ist circa einen Zentimeter dick, oder wie dick ist denn das? Das war 3 cm in, Moment mal, Z-Richtung war 1,5 cm, hast du gesagt. Das heißt, von den 1,5 cm habe ich jetzt die Hälfte weg. Das müssten also so etwa 7 mm sein. Können wir das ein bisschen dicker machen? Dann machen wir hier doch 20 minus Rand, entsprechend hier 20. Da passen jetzt natürlich die Bohrungen an der Stelle nicht mehr. Ja, macht aber nichts. Die Zylinder, die 1, 5. Der Kollege hat gesagt, die Senkkopfschrauben haben alle 90 Grad. Also 90 Grad. Ach so. Senkung. Das heißt, H gleich 5, das heißt, wir müssten 20, 5 cm. Das heißt, bei einer Höhe von 5 müssten die 10 Durchmesser haben. Oder? Die sind jetzt aber, die sind jetzt auf der falschen Seite gelandet. Translate, Komma. Ja. So, und da aber noch ein bisschen mehr, oder? Ausgefräst. 15. Ich hätte jetzt so ungefähr die Hälfte oder ja. Ja. Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Drucken. Wenn wir es so drucken, haben wir hier den Überhang. Das geht. Ich muss entweder mit Stützmaterial unten drunter drucken oder ja, aber dann sind die schönen angesenkten Bohrlöcher wahrscheinlich eher wieder nicht so gut. Ja. Wobei, die könnte man nachher noch mit dem... Könnte man. Ja.
Ja, gut, das ginge, dann haben wir hier quasi so einen kleinen Überhang. Aber es geht schon, also er kann das als Brücke drucken. Dann hängt es am Anfang so ein bisschen durch, aber das kann man nachschleifen. Ja. Weil man ja die Unterseite auch nicht sieht. Ja. Die ist ja verdeckt, also insofern macht es nichts aus, wenn die nicht ganz so sauber wird. Also ich würde es sogar so probieren, ohne Supportmaterial. Dann sitzt er halt auf der Platte nur an den beiden Stellen auf, aber mit dem PLA hält das normalerweise bombenfest. Von der Robustheit her denkst du schon, dass das... Ich weiß nicht, welche Kräfte es aushalten muss. Ich würde es dann eher in ABS drucken. Ja, bis sowieso. Wie druckt du dann diesen Brückenbereich da? Ja, es muss auch UV-beständig sein. Dann würde ich auf jeden Fall ABS nehmen. Also von hier wird er dann ansetzen und mit etwas weniger Material den Kopf nach links ziehen. Dadurch, dass er weniger Material rausschiebt, wird das Filament gespannt. Und dann muss man etwas Glück haben mit der Geschwindigkeit, dass es während dem Drucken in der Luft trocknet. Ja, das geht sehr gut. Hier zum Beispiel, da haben wir auch mit Überhang gedruckt. Ja? Also das, was hier überhängt, das ist ohne Stützmaterial gedruckt. Das ist fast wie eine Linie durchgezogen, ohne dass es durchgehangen ist. Da habe ich genau die richtige Geschwindigkeit getroffen. Ja, das würde ich mal versuchen. Ansonsten machen wir Stützmaterial unten drunter. Das muss man dann halt nachher wieder rausbrechen. Ich würde es erstmal ohne versuchen. Und wenn man das Ganze drängt beim Drucken? So rum, ja, da hatte ich halt die Befürchtung, dass die Bohrlöcher dann nicht so gut werden. Und dann haben wir den Überhang hier, wo es diese schöne Rundung gibt. Dann hängt es da wieder durch. Und das ist wesentlich schlechter, als wenn es auf einer Seite durchhängt, die man eh nicht sieht. Und jetzt hätte ich noch einen Vorschlag, bitte. Ja. Die Bohrlöcher machen wir nur 4 mm. Okay. Wenn es größer will, kann es bohren oder beieinander. Ja? Jo, dann, wo war es? Die gleich 4. Campingmobil zum Befestigen von Schlaufen oder Schirren oder zum Windabspannen für Zelt oder was immer, einfach wenn du ein Fahrzeug hast, dass du das abspannen kannst. Das schaust du einfach am Campingwagen an. Zum Beispiel, ja. Ja, selbst wenn es zu dünn wäre, kann man es einfach nochmal neu drucken, falls es bricht. Na klar, nur, was die. Alles, was ich da befestige, soll ich ja wirklich unten festhalten, ja. Und nicht irgendwie nachher die Außenhülle. Ja, vielleicht heute halt ist dann besser als die Wanderung. Ja, dann ist es okay. Das kann passieren. Gut, dann rendern. Ja, und hier schlägt jetzt natürlich Minkowski wieder zu. Ja, 0 von 1000. Ich stelle im Slicer schon mal ABS ein. Auch eigentlich wollte ich ja den Ausdruck starten von dem Gyroskop. Und 5 Stunden. Na, probieren wir es. Feuer. Schauen wir mal, wie das wird. So, und im Slicer. Gut, das ABS-Filament in weiß, ist das okay? Oder hättest du es gerne in blau? Blau hätte ich auch da. Ja. Weiß, gut.
Damit es besser hält auf der Platte, würde ich so eine kleine Schürze drumherum drucken. Die kann man später ohne Probleme abbrechen. Und aufgrund der Stabilität würde ich die Füllung hier schon kräftig wählen. Also ja, 70% oder 80%. Gefühlt. Ja, sonst ist es halt hohl. Nee, das würde ich nicht machen. Das macht es nicht unbedingt stabiler. So ab etwa 90%, wenn du dann mehr Material reindruckst, dann wird es ungleichmäßig und quillt nach außen raus und hat dann innen drin Luftblasen. Da möchte man lieber gezielt gleichmäßig in die Luft verteilen. Also 70% ist eigentlich schon ziemlich viel. Ja, machen wir 80. Und voilà. Skirt and Brim. Die Außenwände recht dick, das macht die Stabilität. Layerhöhe ist eigentlich relativ wurscht. Stabiler wird es mit größerer Layerdicke. Rest stimmt. Okay, ja, bis morgen. Gut. Print Settings. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das soll ja ABS sein. Speichern. 04 ABS. Sportmaterial 057. Jawohl. Infill 80. Skirt 8. Support keiner. Geschwindigkeit stimmt. Dicke stimmt auch. Alles korrekt. Filament ABS mit 245 Grad, das passt. Und das Filament, das weiße, was ich bestellt habe, das hat tatsächlich einen kleineren Innendurchmesser. 2,98 haut hin. Und die ABS-Einstellungen. So, dann Export. Michaels Griff, ABS. Für das STL hat er jetzt doch nicht so lange gebraucht. Das hat er hier, warte mal, geschrieben irgendwo. Das war 1 Minute 3 Sekunden. Ja, also das geht. Hätte man glatt noch diese etwas unschönen, nicht ganz runden Ecken im Minkowski runden können, wobei man da halt sehr schnell eine Zahl hochgezählt, 2 Stunden warten. Machen wir es mal so. Also, wenn wir es geglättet haben mit dem Aceton, dann sieht das sowieso besser aus. Wenn das hätte das Material ist, das mit Aceton geht, ja. Denke aber, dass das sehr gut ausschaut. Mhm. Ja. So, das, das ist dann das Innenleben, das mit fast 100% gedruckt ist. Hier sieht man dann, die erste Schicht ist diese Brücke, wo der Kopf dann freischwebend einmal drüber drucken muss, Fäden zieht, genau. Das wird spannend, vor allem wenn es nicht klappen sollte, ist es ganz besonders spannend. So, und hier. Wieso ist das eigentlich innen rot? Wieso sieht man das? Das ist ein farblicher Unterschied zwischen Füllung und Außenperimeter. Ah, okay. Die gelben sind Außenperimeter, das ist also der stabile Teil, wo er wirklich am Stück druckt. Und innen macht er so ein Zickzackmuster zum Füllen, um dem Ganzen noch interne Stabilität zu verleihen und dort immer abwechselnd um 90 Grad verdreht, damit es richtig fest zusammenbackt. Und da sind zwischendrin halt noch genügend Luft, dass es so eine gewisse Elastizität hat. Ja, und diese grüne Schürze unten, die wird nachher einfach abgebrochen.
um es schöner aussehen zu lassen, könnte man oben und unten die Füllung in konzentrischen Kreisen laufen lassen. Das ist aber eher so Kosmetik, Schaden. Nö, das ist nur eine Schicht jeweils. Fill-Pattern auf jeden Fall rechteckig, aber oben und unten, die letzte Schicht, die man auch sieht, die können wir in konzentrischen Kreisen machen. Export. Das heißt, die geht jetzt nicht mit zur Ausstellung. Also ich gehe auf jeden Fall zur Ausstellung. Das ist um halb acht bei halb acht. Kunsthaus ist gegenüber von der Firma, von der Verblitter, von der Andrix. Ich meine jedenfalls, wo ist denn die Übersicht? Viel später. So, Richard Kratto will Kunsthaus weit. Wir müssen ja schon deshalb nicht, dass wir fragen, wie die das mit WLAN machen. Wie mit WLAN machen? Na, der Helmut, weil ich gesagt habe, ich bin gestern ins WLAN reingekommen, mein Handy funktioniert und mein Laptop nicht. Aha. Und dann ist es WLAN? Ja. Handzeit? Ja. Handzeit? Ganz weit wird es nicht sein. Aber bei der Sporthalle unten dürfte irgendwo ein Knoten sein. Kann man auch gut vorstellen, weil dort, ich habe dann nachgelesen ein bisschen, die tun halt für die Jugendlichen sehr viel. Und bei der Sporthalle hat das natürlich einen Sinn, nicht? Wenn sie dort ein öffentliches WLAN haben. So, das sind jetzt oben konzentrische Kreise bis auf die Mitte, da reicht die Füllung nicht ganz. Sieht einfach besser aus. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich finde es ja genial, was da alles zum Einstück geht und so. Ja, es ist. Und alles auszuprobieren kostet wirklich teilweise viel Filament. Und dann kommt man drauf, dass die Standardeinstellungen eigentlich meistens doch die besten gewesen wären. Bis auf das hier, das habe ich schon rausgefunden, dass man, wenn man breiter drückt als die Düse, das machen wir dann aber beim Thema Slicer, wenn man breiter drückt als die Düse, dann hält es am Rand besser zusammen und wird auch viel stabiler und die Überhänge drucken auch besser. Also bei einer 0,4 mm Düse drucke ich 0,6 mm breit und dadurch wird es schön platt gedrückt. So, exportiert ist es. Dann lade ich es schon mal auf den Drucker hoch. Das ist aber der T-Bot. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das, ja, 5 Stunden, aber ich drehe die Geschwindigkeit so nach den ersten paar Layern eh noch hoch. Und das weiße Filament kommt erst morgen. Das wird zum Alma geliefert und ich schätze mal, das wird morgen Mittag eintreffen. Dann können wir es morgen Abend drucken. Na, das wäre schon toll. So, weißt du aus Erfahrung, wie lange wird das drucken bei so einem? Das kann ich dir gleich sagen, der berechnet das ja im Voraus. So. Ja. Sobald er damit fertig ist, sieht man das hier bei den Eigenschaften der hochgeladenen Objekte. Das ist auch ein super Programm, dieses Octoprint. Und das stimmt dann auch? Oder? Ja, meistens schon. Und dann kann ich hier halt die Feedrate noch hochdrehen und der Drucker, der schafft auch 300% Geschwindigkeit, bei PLA zumindest. Bei ABS wäre ich etwas vorsichtiger und würde schon langsamer drucken, auch wegen der Abkühlung. Ja. Ja, aber
da kann man noch ein bisschen was tricksen. Ich würde jetzt sagen, das ist kein so super komplexes Objekt. Also im Prinzip besteht das ja nur aus Kästchen und den paar Löchern. Ich würde es mal auf 2 bis 3 Stunden maximal in 100% Geschwindigkeit und bei 200 oder 300% halt doppelt so schnell. Okay. Na, ich glaube, das ist, weil so einfach und nicht komplex, aber man dachte, das geht in ein paar Minuten. Also nee, das kriegst du leider nicht hin. Damit, das, was wirklich schnell geht, ist, was man im Slicer mit Spiral Ways machen kann. Dann druckt er nämlich tatsächlich nur eine Bahn und zwar durchgehend, ohne abzusetzen, von unten nach oben als Vase. Eine einzige Schicht. Das geht am schnellsten. Da kann ich eine Flasche Wein ohne den Wein in 20 Minuten, in 20 Minuten ausdrucken. Der Bocusini, ich muss den Bocusini auch noch vorstellen, der mit Marzipan druckt und mit Schokolade. Das gibt es in der Gastronomie oder so. Ja, genau. Die machen ja Torten so. Ja, mit dem Brautpaar obendrauf. Was man dann wirklich essen kann. Ja. Ich glaube, den kann man schon kaufen. Und die wollen ja auch mit dem Füllmaterial hochqualitativen Lebensmitteln Geld verdienen. Okay. Ah. Wobei ich also aus meinem ästhetischen Befinden heraus, ja, finde, dass manche dieser Dinge viel zu perfekt und viel zu schön sind. Da magst du ja nicht mehr einen. Ja, das stimmt. Das, immer übrig. Das sieht doch cool aus. Okay, so. Empire State Building.